Moin Leute, hallo, schönen guten Abend Leute und ja, damit Leute, wie oft habe ich schon Leute gesagt heute, Leute, hallo, ja guten Abend, moin, ja, wir spielen heute ein bisschen Mario Maker 2 am Abend, ja. Moin, hi, moin an Galaxy Guy, Mine Moon, Skillman, Domten Reactions, Eiergott Killian, Scoffield, Dishan, David David, Deppy, Sevo, Galaxy Guy, Mario Fan, Mario, Katzbold, Michael TV. Hi Leute, schon 20 Leute, krass. In der ersten Minute, wo noch nicht mal losging hier eigentlich. Ist noch nicht mal, jetzt ist 21 Uhr, ja, jetzt genau. Hallo Delta, hallo Wolfgang, hallo Dr. Toad, Kamek Offs, moin. So muss los, wohin denn? Hallo Justin, hi. Ja. Ihr könnt mir heute euer Level senden und damit ihr spiele, müsst ihr einfach nur da sein. Ich frage immer so, ob ihr noch da seid später. Ja, ihr könnt mir euer Level senden. Klickt dazu einfach in die Videobeschreibung oder jetzt auf den Link im Chat und sendet dann euer schönes Mario Maker 2 Level ein. Das Formular ist jetzt eröffnet. Moin auch an Sam, Lars 10, moin. Hi, Pokerface, auch mal an dich hier, hi, kann kein Level einsenden, jetzt geht's aber, jetzt sollte es funktionieren, jetzt geht das Ganze auf jeden Fall, ja. Wenn ihr gehypt seid, dann lasst gerne ein Like da, das freut mich und unterstützt den Stream, ja genau. So, und in der Zeit, wie ihr jetzt eure Level einsenden tut, gucken wir ganz kurz mal in die Ninja Speedruns. Ich habe das zuletzt vor 350 Jahren gespielt, so ungefähr. Und es lädt erstmal 3 Stunden. Ah, nee. Okay, läuft schon. Wunderbar. So, ich habe das Level hier gar nicht gespielt. Wir gucken da einmal ganz kurz rein. Und ihr könnt mir euer Level senden. Dazu geht ihr einfach in die Videobeschreibung oder in den Chat. Ja, genau. Sehr gut. Glocke aktiv, deswegen hier. Sehr gut. Ging die Glocke schon raus? Ich weiß es nicht. Moin noch an Skillman. Hi. Und Doppel F04. Moin an dich hier. Und Tim, moin. So, was muss ich jetzt hier machen? Oh Gott, ah, das ist hier ohne getroffen zu werden. Ah ja, okay. Oh Junge. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da komme ich jetzt gar nicht mehr rein, ne? Ah doch, hier, mit Kanone. Bum, 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 bum. Ja, dürfen nicht getroffen werden. Das ist ja hier wie in Mario 3D World Speedruns. Oder besser gesagt in den No Damage Runs, ja. Da ist auch eine. Oha. Boah. Das Level ist voll komplex. Okay, erfolgreiches Denken. Oder auch nicht. Ach doch, warte mal. Ah ja. Easy. Komm, eine noch. Irgendwo. Moin auch hier an. Jason sehe ich hier. Hi. Über. Seht mich nicht. Ah, Leon, hi an dich hier auch. Hast sogar TT im Namen. Ehre an dich. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wie komme ich denn da rein? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Ah, von unten. Okay, ich habe das Level noch nie gespielt. Ich kenne es nicht. Oha. Goomba. Oha, oha. Oh, schnell, schnell. Ah, jetzt kommt er gar nicht. Okay. Ja, wegen dem Goomba, ne? Ihr wisst Bescheid. Da kommt er gar nicht. Die Pflanzen nicht. Hallo, Paul. Moin. So, ab in die Tür. Und nochmal an Steve. Guten Tag. Oh, Goombas. Ja, gerade so ein bisschen zum Einwärmen. Einwärmen, aufwärmen. Aufwärmen. Einwärmen. Man kennt ihn. Man kennt ihn. So, auch das Level ist geschafft. Entspannt. Genau. Level ist eingesetzt. Sehr gut. Wie gesagt, in der Beschreibung könnt ihr mir euer Level einsenden. Ja, das war natürlich nicht gut. Aber ich wollte das Level auch einfach nur spielen. Mehr wollte ich gar nicht. Ja. Genau. Pius kommt in Animal Crossing New Horizons wieder ein Quiz oder andere Shows zum Abwarten. Mal abwarten. So schnell lassen sie sich nicht produzieren. Das dauert alles ein bisschen. Ich meine, an dem Quiz ja, saß ich da jetzt locker so eine Woche. Ich meine, 30 Fragen, ne? Die muss man erstmal sich überlegen. Das geht nicht so schnell. So, aber eure Level gehen schnell. Ach du Scheiße, ey, hier sind schon einige hier. Das erste Level ist ein Level von Dishan, okay. Super Mario World, okay. Es soll schwer sein, okay. Ja, mein Ziel für heute ist auf jeden Fall 10 Level. Schaffe ich das? Das werden wir sehen. Eure Prognose gerne in Chat, Leute. Schaffe ich 10 Level? Wenn ja, 1. Wenn nein, 2 in Chat. Wer glaubt an mich? Schaffe ich 10 Level so in den nächsten paar Stunden? Ich bin da sehr gespannt, ja. Ob das was wird. So, PQS 89R BKF. Okay. Das soll passen. Ja, sehr gut.
Sehr gut. Na, Pius, geht's dir gut? Ja, mir geht's optimal. Ich habe heute ein paar Sachen bei eBay verkauft. Spielsachen, naja. Ich bin heute Millionär geworden. Kappa. Aber ihr könnt mir gerne noch was spenden. Naja, moin, Hans Sven. Moin. Und einen Tipp kann ich dir nicht wirklich geben, Mario-Fan. Einfach am besten streamen. Das ist am besten. Videos gehen sehr schnell unter. Ja. Und moin, Hans König Bowser. Moin. Hi, was geht? Kommt heute noch Multiplayer? Ja, mal gucken, Dr. Todd. Wieso hast du eigentlich kein Profilbild mehr? Was ist passiert? Erzähl mir mehr. Hast du... War das Profilbild zu teuer? Konntest du die Miete nicht mehr bezahlen? Kappa. Oder ist es ein YouTube-Bug? Auf jeden Fall hast du bei mir kein Profilbild mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Was soll das hier werden? Dushan? Hast du Probleme im Leben? Definitiv. Oh, das erinnert mich an dieses König Bowser Level... in Mario Maker 1. Und ich sehe schon, einige schreiben 1. 1 heißt ja, ich schaffe es. Oh, Leute, ich bin sehr stolz auf euch, Leute. Ja. Ihr glaubt an mich, das gefällt mir. Das finde ich super. Ja. Kommt wieder, okay. Okay, wow. Junge, was ist das hier für Level? Skill, ja, Skill ist mein zweiter Vorname. Weißt du doch. Wie viele Stunden hast du in Mario Maker 2? Kann ich dir gerne zeigen. Ich habe in Mario Maker 2... 410 Stunden. Animal Crossing sind schon 240, ja, haben wir auch gedacht. 150. Joa, jetzt wird 120. Und Leute, das hier, Breath of the Wild, 2 Stunden, das ist ein Bug. Weil meine Switch war mal kaputt und der Spielstand war dann ja weg. Und diese Zeit hier hat sich auch resettet. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, wird die Zeit neu gezählt. Wenn ich das Spiel schließe, wieder eine Zeit. Wenn ich das Spiel jetzt neu starten würde, dann ist die Zeit wieder weg, diese 2 Stunden. Dann geht's wieder bei null los. Ich weiß nicht warum, es ist nur bei Zelda. Das ist so komisch. Das haben mich so oft Leute schon gefragt, warum ich da nur 2 Stunden habe. Ja. Ruft gerne mal Nintendo im Office an. Ich kann's euch nicht beantworten. Das ist verbuggt. Warum auch immer. Können wir gerne mal ausprobieren wieder. Weil diese 2 Stunden ist vom letzten Mal, wo ich es gespielt habe, am 3. März... im Stream 2020. Da habe ich ja Zelda gespielt, ne? Der Stream ging ungefähr 2 Stunden. Und das sind genau diese 2 Stunden, die ich da jetzt als Spielzeit habe. Warum das der Fall ist, ja. Das weiß wahrscheinlich noch nicht mal Nintendo selber. Ist irgend... Bruder, was soll ich denn da machen? Oh Mann. Pius kann beim nächsten Quiz oder etc. wieder was spenden. Ja, wir gucken mal wegen dem Geschenk dann. Ja. Deluxe, hast du nur 30 Stunden gezockt? Du Lidl-Kunde, hallo? Es ist Mario Bros. U, okay? 30 Stunden ist genug für das Game. Drüber springen, ja, okay. Das war am Geburtstag der Switch, ja klar. Deswegen habe ich es ja gespielt da, am 3. März, ja. Exa, da wurde auch meine Direct-Parodie angekündigt. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine zweite, Leute. Hättet ihr Lust auf eine neue Direct-Parodie? Oh, Junge, was soll ich hier machen? Wahrscheinlich einfach runter, ne? Ja, muss halt öfter mit dem Ball spielen. Nein, die Zeit ist jedes Mal wieder weg. Also ich müsste es 100 Stunden am Stück laufen lassen und dann nie wieder öffnen, dann würden da 100 Stunden stehen. Wenn ich es dann einmal wieder öffne, dann ist es wieder weg, die 100 Stunden. Warum auch immer. Das ist sehr belastend. Am besten schnell runter, genau. Oh, Junge, das war knapp. Leute, Skin Chat, man kennt ihn. Ja, Mann. Man kennt ihn. Pius schafft es, er hat Skill, genau. Da sind wir schon zwei, die das denken. Ich auch. So. Oha, Leute, jetzt läuft's aber hier. Jetzt aber richtig hier. Ho, ho. Hallo, Natalia, moin. Und, ja, hi. Bruder. Lass mich in Ruhe. Lost Boy, hallo. Man muss erstmal ein bisschen das Level erkunden. Hallo. Hallo. Ich bin kein Hellseher. Siehst du, ich komme gut durch. Oh nein. Oh. Ich hab Skill. Ich kenne mich aus. Oha. Hier muss ich einfach nur überleben. Okay, die Bombe habe ich jetzt nicht erwartet. Aber okay. Gleich ist es hier überlebt. Und dann können wir weiter. Noch einmal. Na komm. Yes.
Sehr gut. Ja, es läuft bisher. Also, ja. Und falls ihr gerade dazugekommen seid, Leute, ihr könnt mir euer Level einsenden in der Stream-Beschreibung. Oh, shit. Das habe ich noch nie genutzt. Real Talk. Muss ich irgendwas beachten? Okay, mit B kann ich so ein bisschen pupsen und ein bisschen schneller sein. Okay. Ah, ja. Oh, Junge. Oh! Gab's hier einen Checkpoint? Ich hoffe es. Skill HD. Pupsen. Ja, so sieht das aus hier. Wie so ein Pupsack. Okay, das Kleine ist ein bisschen komisch, ne? Oh nein. Oh Junge. Hitbox von meiner Oma. Alles wird gut. Na komm, schieß. Leute, schaffe ich das? Alles wird gut. Gab's schon Checkpoint? Okay, wunderbar. Wir müssen jetzt da parken. Genau. Ich schaff das. Wo kommt die Kanone? Okay, die kommt da. Mami. Ein bisschen Angst. Dishan, was tust du mir hier an, ey? Oh, Junge. Was sollen die Trampoline? Denkst du nicht, ich fall da rein, oder was? Bild gedrückt halten. Wofür? Fürs schneller sein. Ja, ich mach's lieber ein bisschen ruhiger. Oh nein. Rest in peace. Komm jetzt das Leben runter. Warum? Nein! Oh nö, wieso denn sowas, ey? Aber das meine ich normal, ey. Und Mann, wieso gibt's doch nirgends so ein Power-Up? Oh, war klar, dass ich irgendwo sterbe. Ein Herz kann ich schon da lassen eigentlich. Das machen wir auch noch. Aber komm. Wieso? Es geht auch darum, heute schnell durchzukommen. Bis diese 10 Level zu schaffen. Und das dauert mir ein bisschen zu lange hier, das Level. Warum heißt es ein Shooter? Kann man hier irgendwie schießen? Ja, trotzdem dauert das 3 Stunden, wieder hinzugehen, Dishan. Gib mal lieber Power-Ups hier, hallo? Du Ehrenloser, du. Gib mal lieber Power-Ups. Nochmal hier ein Real. Nochmal so ein Ding da. Okay, vielleicht das Level von Justin. Bist du noch da? Bist du am Start? Justin FS. Du hast ein Mario World Level eingesetzt auf Mittel. Bist du am Start? Du Keck. Ja, ich bin Profi. Ich habe meine Goldmedaille verloren. Oh, belastend. Flasche. Ey. Ey. Steuerkreuz. Ja, das ist scheiße auf dem Pro-Controller. Also, das mag ich überhaupt nicht. Also, das ist ganz schlimm. Bin da sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier dein Mario World Level. Vielleicht läuft das ja ein bisschen besser, obwohl das eben auch mal wird, ne? Ja, vielleicht dann trotzdem. Es ist Mittel. Es ist Mittel. Gut, Mittel muss nicht so viel heißen. Also, ne? Ich kenne ja Kilians Mittel. Mittel heißt bei Kilian übersetzt schwer und schwer heißt bei ihm unschaffbar. Das ist meine Übersetzung. Ich sehe gerade, ich habe da mich vertippt. Das muss ein M sein. Dann passt död soweit. Ja, wunderbar. So muss es. Du bist witzig, dankeschön. So, the Castle of Fire. You can find 3 One-Ups. Und dieses Have Fun, das triggert gerade minimal. Harfe Fun, Leute. Man kennt ihn. Wir harfen jetzt den Fun. Ich gehe jetzt auf. Alles klar, Leon, hau rein. Gute Nacht. Wir harfen den Fun. Bin da. Ach gut, habe ich schon gelesen, ne? Uff, Toad sieht aus wie in Super Mario Bros. 2. Schon, ja. Wie sind denn die Level bei sehr schwer? Ja gut, sehr schwer habe ich, glaube ich, gar nicht als Kategorie, ne? Und das hier erinnert mich irgendwie sofort an Domtendo. Ich weiß nicht. Irgendwie so die Dinger, da kommen, ne? Harfe Fun, genau. Heißt natürlich Have, also, ne, mit V. Und nicht mit F. Genau. Jetzt hast du wieder was gelernt. Leute, meine Streams bilden euch weiter. Hier lernt ihr neben Englisch auch noch Skill in Mario Maker 2 zu haben. Also hier lernt man skillig zu spielen und erfolgreich zu denken. Ja. Das ist hier sehr lehrreich. Hallo, Brooks2. Moin. Hallo.
Bisher sehr einfach, ja. Kein Stress hier für mich. Wir schaffen das. Kein Problem. So, ein paar Pflanzen. Die jucken keinen. Bisschen da hoch. Ja, wunderbar. Bei dem 500.000 Abo-Special von Domi. Ja, genau. Genau. Moin, hi. Muss ich irgendwas... Das wollte ich nicht machen, lieber Toad. Aber hey, hier gab es einen Checkpoint. Hier gab es einen Checkpoint. Aber ich wollte nicht spinnen. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ne? Macht ja Sinn. Okay. Hallo? Hallo? Wieso kommt da nochmal einer? Ich meine, das waren 2 Meter. Aber okay. Dann mach's halt ein bisschen einfacher. Last. Ja, das war... Ich bin da raufgekommen und dann kann ich es nicht mehr abbrechen. Das war belastend. Das sollte nicht passieren. Ah. Wir müssen die Münzen befreien. Das Geld befreie ich gerne, ja. Okay, das war jetzt wirklich eine Lost-Aktion. Das war jetzt wirklich eine Lost-Aktion. Da fällt mir nix so ein. Nach Checkpoint immer neu starten. Neustart drücken. Ja klar, danke für den Tipp. Werde ich gleich machen. Das war gerade echt eine Lost-Aktion. Ich mache mir einfach meinen eigenen Boden weg. Oh Mann, ey. Also, da fällt mir nix so ein. Ist aber auch verlockend, ne? Ich will halt das Geld rausholen, aber das Geld rettet mein Leben. Das ist so ein bisschen die schwierige Sache. Du musst so abwägen. Nimmst das Geld, stirbst eventuell, oder nimmst das Geld nicht und lebst weiterhin, ja. Ist wie auf YouTube. Einige arbeiten dich tot. Aber wenn sie nicht arbeiten, dann sind sie auch tot, indem sie kein Geld mehr haben. Ja gut, man kann immer Hartz IV beantragen, Leute. Ja. Geht man hier zu Amt. Hallo, ich bin YouTuber. Ich habe kein Geld mehr. Und kein Skill. Ja, ich wollte ein bisschen mit Yoshi baden. In der Lava. Macht so viel Spaß, ja. Hallo Farbenwibbel, moin. Du nimmst dich selber die Ehre, ja. Muss auch mal ab und zu sein, ne? So, jetzt aber hier. Jetzt ist hier genug rumgegurkt. Jetzt wird das was hier. Ist ja nicht schwer. Es ist halt wirklich, ne? Das schafft auch meine Oma. Wenn ihr sich ein bisschen anstrengt, dann schafft ihr das auch, ja. Du stirbst doch gerade überall. Das ist ich. Hallo? Du wärmst hier erst auch mit irgendeinem Bullshit, hallo? Ich gehe hier kalt rein, ja. Weißt du, er wärmt sich in Speedruns auf. Wo kommen wir denn da hin, ey? Also ich war immer blind. Ja, ja. So, jetzt kommt der Joschinski. Guten Tag. So, jetzt ganz entspannt. Das ist hier gar nichts. Das schafft meine Oma. Siehst du. Wie gesagt, kein Skill und kein Geld. Hallo? Hab heute Sachen bei eBay verkauft, das willst du von mir. Bin heute Millionär geworden. Mit, Spielsachen aus dem Keller. Ja. Da kam heute jemand persönlich vorbei. Abholung übers Fenster. Nein, nicht runtergeseilt. Höchstens Geld. Stirbst du es mal? Pause! Sterben! Stirb! Fällt der aus? Immerhin kann er nicht raus da. Und nein! Oh, halt, stopp. Ich guck einmal in den Chat. Und Kentucky Eule, moin. Ui, thanks. Kein Ding. Spielsachen aus dem Keller. Das klingt falsch. Es sind... Man kann im Keller auch ganz normale Sachen lagern, lieber Tim. Es ist möglich, ja. Es ist möglich, ja. Bis wann streamst du? Mal gucken. Vielleicht bis nächstes Jahr. Werden wir sehen. So ein, es gibt ja wirklich YouTuber, die streamen irgendwie so dauerhaft. Aber meistens läuft irgendwie so ein Video. Und ab und zu sind sie wirklich live. Ich weiß auch nicht, wofür das da sein, gut sein soll. Gut, so ein Dauerstream bringt voll viele Aufrufe. Aber weiß ich nicht. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Gerade als Zuschauer. So, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und das nächste Level ist von, David, Mario Bros. Leicht. Bist du am Start? Ja, da bist du auch schon. Pius, der eBay-Businessman. Ja klar, also ich bin da groß aktiv, ey. So, aber mit einem anderen Namen. Also ihr könnt da googeln, wie ihr wollt, ne? Ich bin da erfolgreicher Denker. Ich habe bei eBay einen anderen Namen. Also nicht meinen Vornamen oder so. Ja, ich bin da ganz anonym unterwegs. Man kennt ihn. Also könnt ihr... Na gut, man kann eh keine Namen googeln, aber trotzdem... Ich bin erfolgreicher Denker, ja. Hab da nicht den Namen Pius.
Da muss ich ja ein bisschen nachdenken hier im Leben, ne? So, genau wie hier im Trampolin Adventure 2 vom Österreicher. Ja. Ja, das war von einem Jahr. Ja, wie gesagt, heute machen wir ja keine Update-Level, sondern ganz normal Level einsenden. Lockler XD, hi. Und an Only Link irgendwas, du, dein Level in der Beschreibung senden. Was ist das für ein Name, ey? Was ist das? Das ist, ein Automatik-Level. Das ist ja hier heftig. War ein bisschen kurz, ne? War ein bisschen kurz. Automatik-Level zählt nicht dazu? Doch, ist auch ein geschafftes Level, ne? Also, ist auch ein geschafftes Level. Ist auch, also, ich habe ein Level geschafft. Was wollt ihr mehr? Ja. Krass, oder? Ja, ja, ich habe ein Level geschafft, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Ich war voll gut. So, das nächste Level. Oder mit zählt sich dazu, ist auch okay. Das nächste Level wird von Katzbold, ja. Katzbold, bist du da? Ja, bist auch da. Sehr gut. Und Mods sind im Haus. Sie müssen nicht alle 3 Sekunden schreiben. Die Mods sind im Haus, genauso wie das Obst. Hoffe ich zumindest. Also wir haben immer Bananen am Start. Bananen sind super. Die kann man sehr schnell essen. Die muss man nur aufmachen und dann geht's direkt los. Und hinterher einfach nur noch die Schale oder vorher schon entsorgen, nachdem ob du die rausmachst oder aus der Schale ist, das kann man ja machen, wie man möchte. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Da können wir auch mal ein Video über bei Sweep machen, ne? Das wäre ja ein spannendes Thema eigentlich. Wie kann man eine Banane zubereiten? Das ist eigentlich ein spannendes Thema, oder Leute? Habt ihr da Interesse dran? Ich glaube ja, also es ist ein spannendes Thema, ja. Und gute Nacht an Dishan, hau rein. Ist es normal, dass das Bild von der Switch etwas Warte mal. Da guck ich jetzt mal rein. Nee, das ist, gute, danke für den Tipp, Blue. Das ist nicht normal. Das ist noch, ich habe ja vor kurzem Galaxy gestreamt. Und da war ja so ein schwarzer Rand. Deswegen habe ich ein bisschen rangezoomt. Dankeschön für die Erkenntnis. Das ist so nicht gewollt. Und jetzt korrigiert. Es war wegen Galaxy, weil auf der Wii U sind irgendwie immer diese Games alle mit einem schwarzen Rand. Deswegen habe ich einfach rangezoomt beim letzten Mal. Und deswegen war das so. Ja, bei Animal Crossing gestern habe ich ja... bei Animal Crossing habe ich ja gestern eh rangezoomt, damit das Layout weg ist. Aber das war eine andere Szene bei OBS. Und dazu fällt mir nie... Der scheiß Spike, ne? Was bist du für einer? Was willst du von mir? Hast du ein Problem? Jetzt passt, ja. Normalerweise gucke ich da mal hin. Also sowas passiert mir eigentlich nicht. Sagt der letztes Mal gestern Sternis mit TST groß schreibt. Dazu fällt mir auch nichts mehr ein. Ich habe so viel durchgeguckt, habe jede Frage 10-mal angeguckt, ob da irgendwo ein Schreibfehler ist. Und dann, so 15 Minuten bevor ich anfangen wollte, sehe ich dann so, oh, ich habe noch gar nicht so ein Bild gemacht, wie viel man überhaupt gewinnen kann an Sternis. Machst du mal eben, ne? Machst du fertig, speist du ab in Photoshop, noch nicht mal einmal reingeguckt. Dann natürlich beim ersten. Ist das T groß? Da war ich auch fertig mit dem Leben. Das war auch hier völlig lost wieder. Hey, da war ein Checkpoint, optimal. Das gefällt mir, ja. Das gefällt mir. Und mal noch an Raphael und Eishockey. Moin und Shiva? Ah ne, na Abend. Moin, hi. Wer warst du denn nochmal? Also ab und zu ändern meine Mitglieder ihre Namen. Bin ein bisschen durcheinander. Ja, auf jeden Fall Haya und dich. Oh, 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 das war knapp. Oh Gott, das war zu knapp. Das ist dein Level, ne, Katzbord? Ja, das ist wieder deine Qualitätslevel, das sehe ich ja sofort. Sollte vielleicht ein bisschen langsamer spielen, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Geht's da weiter? Nö. Einfach noch raus. Okay, okay. 27 Likes, aber ein Dislike. Wer hat diesen Dislike gegeben, Leute? Ihr seid ehrenlose Hunde. Oder Katzen. Ah, Polly pennt gerade heute einen halben Tag auf dem Dachboden, ja. Die lässt es heute richtig gut gehen, ja. Meine Polly. Und Eishockey.
Hockey, 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 Hockey. Und zwei Schweizer Franken aus. Danke dir. Ja, gern ein paar Pilze im Chat, Leute. Danke dir. So ganz random haust mal 2 Euro raus. Man kennt ihn. Und ein One-Up, ja. One-Ups kann ich immer gebrauchen. One-Ups sind immer gut. Dann wenn ich sterbe, obwohl hier kann ich gar nicht sterben, aber ne, die One-Ups, ne. Wow. Hey. Das ist aber laut heute hier. Hallo. Warum ist das heute so laut? Auf jeden Fall danke dir für die 2 Schweizer Franken. Ja. Umgerechnet glaube ich 1,80 Euro oder so. Irgendwie so, ne? Irgendwie sowas, ne? Ich glaube, das ist genau das. Danke dir auf jeden Fall. Mit einem One-Up, ja. Leben kann ich immer gut gebrauchen. Ja. Naja, Dislike ist besser als nix. Bei mir ist das zumindest so. Ja, komm. Dislike gehört dazu, ne? 100% sieht auch blöd aus, oder? 100% Zufriedenheit. Das kann man nie erreichen. Vor allem nicht in der Politik. Da kannst du machen, was du willst. Irgendeiner meckert immer. Am besten machst du gar nichts. Wie unsere Mutti gefühlt das letzte Jahr. Jetzt ist sie ja aktiv. Aber davor so. Kommt sie ins Office am Morgen. Hä? Ist was los? Da zieht da hin und pennt erstmal eine Stunde. Da geht's vielleicht irgendwann mal los. So. Das war das Level von Cutsboy. Das war jetzt Level Nummer 2 offiziell, ja. Wir machen weiter mit dem Level von Michael TV. Bis am Start. Dieses Super Mario 3D World leicht. Okay, das sollte ja, glaube ich, mal kein Problem sein. Ein bisschen 3D World auf leicht, ne? Aber du bist auch schon. Wunderbar. Dann kommt auch dein Level jetzt dran. Ein leichtes Level, ja. Das ist genau das, was ich hier spielen will. Wow, und jetzt los. Mach mal hier, oder was? Willst du mich verarschen? Junge, was? Ah ja! Victory, ja, epischer Sieg. Junge! Jetzt müssen wir hier mal, jetzt ist ja. Wir hauen einfach mal 20 Schweizer Franken aus, man kennt ihn. Wenn sonst nichts ist. Junge! Ich danke dir, was soll ich dazu sagen? Du schreibst doch nicht mal was. Du machst ja nur Supersticker. Danke dir. Ja, lol. Jetzt überhaupt angezeigt? Ja, ne? Hier in OBS? Ja, ne? War eben, ne? Ja, wunderbar. Alter, ja. Läuft schon wieder hier. Kilian letztes Mal bei Animal Crossing gestern. Haut ein 30er raus. Er haut jetzt hier 22 Schweizer Franken raus. Man kennt ihn. Ich danke dir, ey. Aber du bist doch kein Kanalmitglied, ey. Was ist denn bei dir los? Musst du auch nicht, wenn du nicht willst. Kann ja jeder machen, wie er will. Einige haben ein Kanalmitglied raus und kündigen dann nach einem Monat wieder. Ist ja auch okay. Kann man ja machen, ne? Einige machen eine Donation. Ist ja, kann er machen, wie er will, ja. Danke dir. Ja. Pius, findest du meine Level gut? Das Level war schon gut eben, ja. Aber ich fand das Loren-Level besser. Auf jeden Fall danke dir. Was soll ich dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Mein Level bitte Kommentare an. Jo, kann ich gerne machen. In einem Einkaufszentrum sind 5 rote Münzen versteckt. Versteckt schreibt man klein und Münzen, ne, da fehlt das N. Was? In einem Einkaufszentrum sind 5 rote Münzen versteckt. Was? In einem Einkaufszentrum sind 5 rote Münzen versteckt. Sind. Sind kann komplett weg. Und Kommentare an. Punkt. Siehst du, also ich bin jetzt hier dein Deutschlehrer, das geht besser, ja. Shopping Center, Comments on. Okay. Krimmeln. Ich schreib schnell. Ja, aber da sollte man ein bisschen gucken, weil das kann man nicht bearbeiten. Da würde ich schon ein bisschen achten, was man da schreibt. Ist nur so mein Tipp. Genau. Ist nur mein Tipp. Okay. Machen die Kommentare mal an. So, Kommentare an, wie bei YouTube. Und ist auch noch ein Abo hier, oder was? Ja, wie rum oder so. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Hier gibt's Animal Crossing, Mario Maker und allgemein Nintendo Content. Moin. Ja, demnächst gibt's auch das Video zum Nintendo 3DS eShop. Ich freue mich drauf, da demnächst mal reinzugucken. Kommt am Wochenende. Wisst ihr Bescheid, ne? Ihr seid hier die Insider. Ihr kennt euch jetzt hier aus, ja. Das ist so geplant. Ein 3DS eShop Video, um mal zu gucken, wie da so die Lage ist. Ne? Okay. Die Lage hier verstehen wir noch nicht so ganz. Ah, Kommentare an, ne? Deutsche Lapius, ja klar. Eben Englisch, jetzt Deutsch. Was kommt als nächstes? Mathe? Obwohl Mathe eher weniger. Mathe kann ich ja selber nicht. okay. Ah, ist das hier so eine Rolltreppe, die man hochfährt? Soll ich das so deuten? Könnte man zumindest, ja.
Erste Bank. Das heißt, die Bank ausrauben? Könnte gut sein. Okay, ja. Nehmen ein bisschen Geld mit. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Ich bin gut in Mathe, ja. Bist schon mal. Kannst schon mal eine Sache mehr als ich. Gumba-Maske, 19,99 €. Wird ein bisschen teuer, ein bisschen teuer. Kann ich hier was machen? Ist es so ein Verkäufer? Hallo Gumba. Verkaufst du mir Captain Toad 2? Nicht? Ja, blöder Typ, ey. Gönnt nix. Geh ich halt zu Saturn. Ja, oder zum Mediamarkt. Wie viel kostet die Kugel? Oh, ich hasse das, ne? Kanonenkugel 49,99 €. Ja, das ist schon teuer, ey. Schon teuer hier. So, wir gehen die Treppen hoch. Ja. Eingang. Dass die Kommentare mal weggehen. Dann wieder auf. Krieg auch schon wieder Probleme im Leben. Eingang, Mediamarkt, unten. Aha. Hä? Ich bin überfordert. Hier ist so viel. Zwei Tage Ganti. Ja, man kennt ihn. Du brauchst die Maske. Okay. Atemmaske, stimmt. Wo finde ich die? Ich bin überfordert. Ich komme hier gar nicht zurecht. Ich geh nicht so oft in Einkaufszentren. Und wenn ich wohin gehe, dann nur den, wo ich schon immer war. Die kenne ich dann ganz gut. Pilz zum Kuscheln. Oh, ich bin Pilz zum Kuscheln. Der ist schon schön. Oder eine Katzenglocke zum Kuscheln. Ach, ganz nice. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Ich blick hier nicht so ganz durch. Was muss ich hier tun? Also ich weiß überall so neue Wege. Okay, da ist was. Komm ich denn da rein? Kollege, geh da hoch. Man kennt ihn. Und man kennt ihn! Er haut einfach nochmal 5 Schweizer Franken raus. Was ist denn los mit dir? Diesmal 3 Dinos. Nilpferde. Sind das Nilpferde? Ja, ne? Das sind 3 Nilpferde, die aus dem Wasser erscheinen. Ich danke dir. Kannst auch mal was schreiben. Okay. Das war's an dieser Stelle komplett. Achso, okay. Da ist er wieder. Mein Chat ist gerade einfach grau geworden. Er war einfach weg. Ah ja. Ah ja, man kennt ihn. Ja, gerne mal wieder ein paar Pilze. Was soll ich dazu sagen, Junge? Er hat einfach 25 € raus. Alles klar. Man kennt ihn. Danke dir. Probierst du heute alle Super-Sticker-Nachrichten aus? Ich muss mal selber gucken jetzt hier. Wie viel gibt es denn da? Super-Sticker, wie viel gibt es da? Ich danke dir auf jeden Fall. Was soll ich dazu sagen, ey? Komm gerne mal auf einen Discord-Server, falls du da noch nicht bist. Dann können wir ein bisschen schreiben. So, jetzt mal gucken jetzt hier. Super-Sticker öffnet sich bei mir einfach gar nicht. Man kennt ihn. Hallo? Super-Sticker nur bei öffentlichen Videos verfügbar. Ach, bei Videos. Interessant. Okay, danke YouTube. Super-Sticker sind also bei öffentlichen Videos verfügbar. Okay. Vielen Dank. Ich kann mir also nicht selber donaten. Früher ging das mal, ey. YouTube wird immer schlechter. Naja, alles wird schlechter, Leute, ja. Immer diese Leute, ey. Immer am Rumheulen. Alles wird schlechter. Nur der Toad, der bleibt gleich gut. Oder gleich schlecht, wie man will. So, Nintendo Switch Joy-Con. 80 €. Ja, Gönnung. Ist da oben irgendwas? Da ist nix. Oh, schade. Kein Secret Exit. Secret. Ich will die Secret Exit, Leute, ja. Ich möchte in dem Hintereingang raus. So, jetzt fehlt mir noch irgendwo eine Coin, ja. Und Dr. Toad ist wieder da. Wir kommen zurück. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Und moin auch an neuer Patrick. Hi. Bin wieder da. Hatte eben eine Minute Internetausfall. Danke, Master Davis. Aber jetzt läuft's ja wieder. Jetzt läuft's ja wieder. Jetzt ist alles Was? Ah ja. Geht's dir gut? Brauchen Sie einen Arzt? Kann man jemand den Notarzt rufen? Bruder! Bist du Jan Philipp oder was? Oder Kilian? Zwei so Freaks. Er hat aber noch 48 € raus. Junge, du hast schon 71 € heute gespendet. 71 €. Wenn du so weitermachen möchtest,
Ich habe in der Beschreibung auch einen Link. Da kannst du bei PayPal spenden. Da kriegt YouTube nicht 40% ab. Also, falls du irgendwie eine Bank überfallen hast oder so, in der Beschreibung ist ein Link. Bei hohen Summen ist es noch besser, über den Link in der Beschreibung zu spenden, über PayPal oder Banküberweisung oder sowas. Weil bei dem kriegt YouTube auch 40% ab. Machen sie immer so, die zwecken immer so ein bisschen ab hier. Die gönnen sich halt auch, ne? Irgendeiner muss halt deren Office bezahlen. Ja. Also wenn du irgendwie nochmal hier, keine Ahnung, eine Bank überfallen hast, Link in der Beschreibung, ja. Was soll ich dazu sagen, ey? Kilian muss sich mal anziehen. Ja, Kilian, hallo, Kilian. Du lässt lachen, ne? Also, Kilian. So, könnte ich vielleicht dieses Level hier schaffen? Wie wär's, ne? Wird das heute noch was? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Super-Stickers sind ganz süß, ja. Das war jetzt gerade ein... Ja, was ist denn das für einer? Das ist ein... Auch ein Nilpferd? Nee. Irgendein blaues Ding, was auf einem Schreibtisch sitzt und dann zu einem Roboter wird. Ja, krass. Tolle Stickers auf jeden Fall. Ja, wieso chattet er denn nicht? Vielleicht kann er kein Deutsch. Als ob da jemand 70 Euro spielt, der kein Deutsch kann. Also, das glaube ich jetzt eher weniger. Und ich komme hier gerade echt nicht weiter. Ja, hi auf jeden Fall an dich hier. Wer bist du denn? Neuer Patrick 10. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Grüß dich. Moin. Nilpferd im PC-Stuhl. Ja, man kennt ihn. War ich jetzt hier schon? Ah, da ist eine Coin. Da ist eine Coin. Die letzte. Dann haben wir alle. Sehr schön. Und hier steht LL. Wofür steht das? Ein M ist es auf jeden Fall nicht. Also nicht McDonald's. Wie heißt du? Ich heiße Pius. Ja, wie mein Kanalname, nur mit einem U statt zwei Us. Also, ne? Einfach ein U weg und dann hast du meinen Vornamen. Guten Tag. Bin sehr kreativ in der Kanalnamennennung, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Schlüsseltür war. Bin da gerade ein bisschen überfordert. Das ist schon so lange her, wisst ihr? Da kam gefühlt in der Zeit, wo ich das Level gespielt habe, 70 Euro rein. Also, das ist schon ein bisschen her. Wollen wir ein bisschen gucken jetzt hier. War das ganz unten? Ich glaube nicht, ne? Ich gucke jetzt mal in den Chat hier, ob das jemand beantwortet hat. Nein, du hast noch nicht alle. Oh, mir fehlt immer noch eine. No! Aber vielleicht ganz gut, dann kann ich nochmal besser einen Überblick jetzt, wo ich noch nicht war. Deine Eltern waren eher kreativ. Ja, auf jeden Fall. Ah, da ist eine. Habe ich gar nicht gesehen. Da kann man einfach sich alles gönnen, ne? Komm, wir nehmen mal hier Kanone mit. So, komm. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Nein, beim Goomba Shop. Da war ich jetzt. Jetzt kann ich das hier sogar aufsprengen. Lost. Ihr habt die irgendwie nicht beachtet. Das kann ich nicht aufmachen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Eis aufmachen kann. Hallo, Pius. Ich bin der zweite Account. Hallo, Pokerface 2. Warum auch immer der zweite Account. Moin. Und All One Gaming, hi an dich hier. Grüße aus Hamburg nach Hamburg. Moin. Wie ist das Wetter? Bei mir bewölkt. Ja. Eingang. Ich bin jetzt überfordert. Zielbedingung ist ja Gumba-Maske. Oh. Oh. Die habe ich auch schon ganz überlesen. Und übersehen. Dankeschön für den Tipp. Ja. Okay, dann halt die Gumba-Maske. Ist auch okay. Ja. Hat jemand eine Idee, wo die Schlüsseltür war? Es ist schon so lange her gefühlt. Ich habe alles vergessen, ey. Erstmal den Kopf kaputt machen hier. Vielleicht da? Irgendwo war die Tür. Ah, wo? Lost. Dankeschön, das hilft mir weiter. Da war ich schon 10 Mal. Vielleicht da oben. Vielleicht hier. Vielleicht ganz oben. Ah, hier steht irgendwas. Nochmal 5 Schweizer Franken. Junge! Und diesmal hat er sogar was geschrieben, Leute. Ja. Ich kann Deutsch. Ich wohne in der Schweiz. Diese Leute... Schweizer, die kein Deutsch können. Ich glaube, aber gibt es welche? Ich glaube, ja, ne? Die Schweiz ist ja eh so ein bisschen speziell.
Gibt's da nicht drei Landessprachen? Deutsch? Französisch? Okay, zwei. Auf jeden Fall danke dir nochmal für 5. Junge, was soll ich dazu sagen? 75 Euro von dir. Was ist los? Aber ich glaube, es gibt in der Schweiz 3 Sprachen, ne? Ich kann auch Deutsch. Krasser Typ, ey. So. Wofür war jetzt gerade die andere? Ich bin absolut überfordert mit allem hier gerade. Okay, geschafft. Sehr gut. Das ist doch schön. Ich möchte ein Kind von dir. Ja, ich glaube, das wird eher nicht so was. Außer du wohnst in Hamburg, bist so... Jetzt muss man hier politisch korrekt sein. Du bist mindestens 18 Jahre. Wenn ich jetzt früher sage, ist das denn... Nee, ist nicht verboten, ne? Weil ich bin ja jetzt 18. Könnte aber trotzdem mit... Oder? Ja, schon, oder? Ich meine, wenn jetzt jemand 17 ist oder so, ein Jahr... Das ist dann wieder... Ich habe keine Ahnung, ey. Blue, du bist doch bestimmt Berater. Kennst dich doch aus, oder? Okay, so. Wir machen weiter. Mit dem nächsten Level. Ja, ich habe jetzt 3 Level geschafft. Bin echt stolz auf mich, ja. So, wir haben jetzt das nächste Level von... Poker. Ah, nee, erstmal hier jetzt hier. Wo bin ich denn hier? VIP-Level. Danach bist du dran, Pokerface, ja. Das VIP-Level ist von Kilian. Ja. Gehen wir ein, der guckt auch gleich wieder in den Chat. So, 4 Kilometer. R3W. 0 L. F. Okay. Mario World, leicht. Leicht, wirklich viel, ja, leicht. Ich kann Deutsch, krasser Typ. Mit 18 ist vieles erlaubt. Ja, aber ich meine, ob du mit 17-Jährigen ein bisschen, interneren Kontakt haben kann, ja. Ja, soll schon gehen, ne? Ja. Weißt du, bis 18, ja, krass, ne? Ja, ist schon krass. Ich bin schon in 2 Monaten, lol, ich bin genau in 2 Monaten 19. Ich fühle mich nicht so alt. Ich werde echt alt langsam, ne? Also wenn es auf die 20er zugeht, dann wird es dann ein bisschen kritisch, genau wie in dem Level hier. In genau 2 Monaten bin ich 19. 7.7. Leute. 7.7. 3000 in den Kalender ein. An dem Tag gibt es einen Donation-Stream. Von jedem 100 Euro ist drin, oder? Sehr gut. Oh, Musiklevel? Ja, entspannt. Ab 14 darfst du. Ja, aber auch mit... Es ist ja so, ich bin ja jetzt volljährig und mit Minderjährigen. Ist das drin? Das meine ich. Bin mir gar nicht so sicher. Melden sich alle bitte per Discord. Dankeschön. Hast du Instagram? Natürlich. Ich hau dir sogar den Link rein, ja. In den Chat, folgt mir gerne auf Instagram, Leute, oder auf Twitter oder join beim Discord-Server. Alle Links dazu auch in der, ja, Stream-Beschreibung. Muss ich jetzt eigentlich irgendwas drucken hier? Ja, darfst du ja, optimal. Leute, melden Sie sich bitte alle per Discord. Alle weiblichen, ja. Ja, genau. So, ich drücke am besten mal gar nichts. Ich genieße. Und wollte nicht spinnen, lieber Controller. Ich will Deutsch studieren, no joke. Okay, ja, viel Spaß. Willst du Deutschlehrer werden? Yay. Sehr gut. Das war das Level, was in den Trends war. Ah. Okay. Nochmal. Pius bald 1940 alt. Ja, ist halt... Oh, lol. Ist halt so, ne? Das ist ein Kinderlied. Warte mal. Bin jetzt irgendwie lost? Also ich kenn's halt null. Mir sagt das gar nichts. Also jetzt, ne? Real talk. Muss man das kennen? Nee. War ich nicht eben auch oben? Hab ich irgendwas falsch gemacht, Kian? Habe ich irgendwas nicht gedrückt oder so? Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Ja. Ich glaube, ich habe den Schalter nicht gedrückt, ne? Kennen das auch nicht, ja? Bin ich schon mal hier nicht alleine? Klingt aber gut, ja? Hallo an Tito X. Moin. Ah, ich habe den echt nicht gesehen. Du musst noch ein paar mehr Pfeile hinmachen, hallo? Pfeile sind so normal auf YouTube. Denkst du, ich merke die noch oder was? Folgt dir jetzt auf Instagram. Sehr gut.
Da gibt's schöne Bilder von meiner Katze Polly und anderen Leuten. Also ich kenn's nicht, das Lied. Ich guck auch keine Animes. German, yes. Jetzt geht's nach unten. Und da ist ein TT. Und ein X2. Was ist X2, ey? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Muss irgendwas Unrelevantes sein. Ziel! Super! Genau, sehe ich auch so. Super! Ja, hat mir durchaus gefallen, ja. Obwohl ich das Lied nicht kenne. Das Lied sagt mir nichts. Englisch? No. Ja. Das war gut und bei Kilian läuft gerade richtig. Ja. Das ist so lustig, ey. Das war natürlich nicht gewollt. Müssen wir mal vorstellen. Geht zu, keine Ahnung, Sweep. Geht so auf seinen Kanal und sagt zu ihm so, ist das so ein Sweep zu euch, so zu Sweep. Sweep, bei dir läuft gerade richtig. In dem Moment drücke ich auf den Deabonnier-Button. Ja, sehr gut, ey. Oh Gott. Welches Level war das jetzt gerade? Das hier, ne? Ja. Nee. Das steht überall NSCW. New Super. Das hier war das, ne? Ja, läuft. 180 Likes, man kennt ihn. Sehr gut. Das spielen sogar Franzosen, nice. Ja, dann würde ich sagen, dieses Level haben wir auch geschafft. Bin einfach Profi. Und wir machen weiter mit, jetzt haben wir 4 Level geschafft. Ne? Ist ein Musiklevel. Muss man auch schaffen. Also, wenn ihr mir sowas einsenden tut, kann ich ja nichts für. So, und als nächstes machen wir das Level von Pokerface. Bin wieder da, sehr schön. Bist du auch am Start? Ja, du bist du. Ah ja, da bist du, sehr gut. Dann kommt jetzt dein Mario Bros. 3 Level. Ist das jetzt wieder die Pius-Version? Ich meine da mal was gelesen zu haben, dass er jetzt eine Pius-Version seiner Level immer baut, damit ich sie auf jeden Fall schaffe. Mal sehen, ob das jetzt die Pius-Version ist oder ob das ein anderes Level ist, ja. Wir werden es gleich sehen. Und das ist was anderes. Mhm. Wir brauchen die On-Off-Blöcke. Blöcke. Man kennt ihn. Das schaffen wir, okay. Das mit Anime anfangen. Nee, ich weiß nicht. Ich mag das echt nicht. Also ich habe jetzt als Kind halt immer nur SpongeBob geguckt und sowas. Und so ein paar Relive. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie so, wenn ich da rüber renne, da aktiviert sich irgendwo ein On-Off-Block. Aber das ist wohl nicht der Fall. Das war auch schon wieder so ein Moment, ey. Wieder ein Zuschauer denkt sich so, Pius. Ja, da denkt man auch so, Pius, was ist los mit dir? Ja, denkt sich so, Blues, du kippst schon vom Stuhl. Ja. Willkommen. Bleiben Sie sitzen und sicher und gesund. Oh Gott. Da brauche ich jetzt auch einen On-Off-Block, ja. Ich glaube, wir müssen da erstmal rein. Genau. Alles wird gut. Irgendwann. Ah, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Wir gucken erstmal nach oben. SpongeBob besser Anime. Ja, meine ich ja nicht. Ich guck, hab nie welche gesehen. Kein Pokémon-Ding, weil, ne, Pokémon hab ich eh nie gejuckt. Deswegen gucke ich mal kein Anime von an. Und diese ganzen anderen Krabes, hab mich nie gejuckt, hab SpongeBob geguckt, Cosmo und Wander-Ding und ein paar Togo und Kika-Sendungen, das war's auch schon. Teletubbies, beste Sendung, also kann ich empfehlen, Leute. Und Sandmännchen und sonst was. Ich glaube, da komme ich... Ah ja! Da gehe ich jetzt lieber noch nicht rein. Jetzt muss er gleich rein, ne? Ja. Ja, ja. Pius in RTL halt. Das Level meinte ich. Ist das Level Pius-freundlich? Auch ich bin mal lost. Ja. Doch, ich dachte auch erst, Anime ist komisch, aber echt geil. Nee, ich finde sowas echt nicht. Also ich mag lieber so Real-Life-Serien. Da kann man mehr sehen. Genau. Genau. Das ist ein bisschen detaillierter.
Wir haben zwar gerade vom Sehen geredet, aber das, was ihr da oben macht, liebe Montys, das wollte ich nicht sehen. Könnt ihr bitte euren Körperkontakt in der Corona-Zeit woanders machen? Es wäre echt ganz nett von euch, falls es möglich ist. Ist es nicht. Okay. Ja, dann muss jetzt jemand sterben. Ich denke sich also, das bist doch eh du. Abwarten, Leute, abwarten. Ich bin ein erfolgreicher Denker. Genau. Erfolgreiches. Kollege. So, tschüss. Nein, nein, nein! Dazu fällt mir nichts ein. Oh, Junge. Das tut weh. Das tut. Das Schmerz hat echt hart gerade, ne? Oh, ich sehe schon wieder den Chat, ey. Ich sehe schon wieder den Chat, ey. Ich bin auch noch aufgespießt hier von den langen Dingern. Der war schlimmer hier, ey. Am Ende siegt die Liebe, ja. Und ich wollte die Liebe zerstören, ja. Ich wollte die Scheidung. Der Mann hat sich gerecht. Auf jeden Fall. Mein Handy ist wieder Akku leer. Wie immer. Was sagt der Controller hier? Oh, du hast noch ein bisschen Saft. Ja. Pff, jetzt läuft ja gar nichts mehr. Jetzt ist alles hier am Brennen hier wieder. Jetzt geht ja gar nichts mehr hier. Videos wird von langen Dingern durchstochen. Ja, es ist halt einfach ein Fakt. Da kann man halt nichts machen. So, ganz ruhig. Jetzt sterbe ich halt wirklich an allem. Vielleicht kommt da eine Ameise. Die rennt mich einfach über. Bin auch tot. Hitbox ist halt auch einfach hier over 9000. So, ganz ruhig. Man ist jetzt ganz besonnen hier, ja. Wir besinnen uns. Kommst du? Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Jetzt bitte keine Montys. Du kommst doch gar nicht hoch. Warte mal. Wir gehen erstmal auf das andere Ding. Das geht ja wohl, ne? Ja, klar geht das. Eventuell. Und moin an Titan Joe. Auch du kannst deine Nachrichten in normaler Schreibweise schreiben. Nicht alles in groß. Auf jeden Fall trotzdem hi an dich. Geht's dir gut? Bist du gut drauf? Ja. Ja, das V in Pio steht für Monetarisierung. Ja, ich bin immer werbefreundlich. Also mein Kanal ist einfach eine reine Werbefreundlichkeit. Das ist halt unfassbar. Also, ne? Hier ist nix gelb. Hier ist nix gelb. Hier ist alles werbefreundlich. Gleich nicht mehr. Gleich ist hier gar nichts mehr werbefreundlich. Bin ich Patrick? Wie bist du nicht Patrick? Du hast ja sogar ein neuer Patrick. Der zweite Account sagt eins. Ich heule gleich. Gleich war ich aber aus, ey. So, hab jetzt genug Geld bekommen. Der Stream ist jetzt zu Ende. Tschüss. Oh, ich lebe ja sogar noch. Ja, krass. Heftig. Hat jemand an mich gedacht? Okay. Alles wird gut. Das kann mir echt wieder keiner erzählen heute. Doch, der Hintergrund ist gelb. Ja, so orange-gelb, ne? Was ist eigentlich da oben? Alles wird gut. Ich kann da oben sogar rein. Krass. Und jetzt? Einfach mal runter. Ich hab Angst. Da unten ist jetzt... Wie soll ich denn da reinkommen? Bist du irre oder so? Aber sonst geht's dir gut, ne? Und der, was will der jetzt von mir? Monty, geh weg! Ja, genau. Warte mal, wir gehen jetzt erfolgreich... Ui! Nochmal! Zwei Schweizer... Du hast jetzt heute 77 Schweizer Franken rausgehauen. Ist das dein Ernst? Ich übersetze das mal eben. Übersetzen. Umrechnen. 77 Schweizer Franken in Euro. Genau, liebes Google. Das sind
73,04 €. Wie ich sehe, wechselt der Kurs dauernd. Das ist interessant. Und welchen Kurs kriege ich jetzt hier? Das ist auf jeden Fall gerade ganz hoch, der Kurs. Abgeflacht ist er am 1. Mai. Das geht ja gar nicht. Das ist ja wie Aktien hier, ey. Oje. Auf jeden Fall Dankeschön und ich wünsche dir eine sehr schöne, gute Nacht. Träum von Pilzen. Genau. Und danke für das Geld. Und wo muss ich eigentlich hin? Ah, ich bin ein bisschen lost, ne? Was will ich hier eigentlich? Das schneiden wir alles raus. So, jetzt haben wir das 5. Level, okay, von Pokerface. Mhm. Das ist anscheinend ein Wüstenlevel mit tollen Montys und Schraubenschlüssel-Heinis. Wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Warte mal. Ah, ne, ich weiß ihn. Rocky Schraubenschlüssel. Ja, das sind die Rockies. Die rocken den ganzen Tag. Also vielleicht mehr als ich hier im Level. Das auf jeden Fall. Rocky, genau. Ich kenne mich aus. Bin Mario-Profi. Ich habe schließlich das Animal Crossing Quiz gemacht, ne? Oi. Okay. So. Jetzt holen wir uns doch die Coin da unten. Joa. Das war's an dieser Stelle wieder einmal komplett. Da fällt mir nicht so viel zu ein. Das war ein Blind Jump vom ganz hohen Level. Und auch gute Nacht an neuer Patrick. Hau rein, Kollege. Schlaf schön. Und moin an AlexX2. Was geht? Bei mir geht gerade gar nichts mehr. Scheiße Pampas. Scheiße diese blöden Montys. Alle Scheiße hier, ey. Ist moin. Gleich kommen die Tränen. So, das war jetzt gerade hier. Jetzt kommt der Skill-Mode, Leute. Jetzt habt ihr nichts verpasst hier. Jetzt geht's hier richtig los. Jetzt kommen hier die Profi-Runs. Wir meisten Speed-Run. Ja, willkommen hier auf dem Kanal. Willkommen bei Pius. Jetzt geht's los. Jetzt kommen hier die Skill-Runden, meine lieben Freunde. Jetzt... Oder nie. Oh Mann, wieso ist denn das so? Das kann mir auch keiner erzählen. Warte mal. Nein, naja, nicht ausmachen. Guck jetzt mal ganz genau hin. Tolles Level an. Ja, Daumen hoch auf jeden Fall. Warte mal. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist aber hier ein Limit erreicht. Jetzt Platz für eine Schlagader. Oh Gott, was ist das hier für eine Framerate? Holy shit. Das ist aber nicht 60 FPS, gefühlt. Das war immer voll langsamer und so. Wir gucken erstmal ganz genau rein. In den Betrug. Kann ich heranzoomen? Okay. Er springt. Ach, scheiße, ist doch. Nein, jetzt habe ich nicht gesehen. Ja, toll. Hallo. Stopp. Hallo. Ich drücke hier alles. Hallo? Seit wann bin ich wieder... Hä? Seit wann bin ich jetzt wieder draußen? Ich check gar nichts mehr. Okay, so, wir gucken jetzt mal ganz genau hin. Das war eben Fail. Ranzoomen ist blöd. Ich war auf dem Bumper. Das kann mir keiner erzählen. Schaffe ich es da noch hoch heute? Okay, sehr gut. So, bin jetzt hier Profispieler. So, guck mal jetzt. Ich war auf dem Bumper! Also so, ne? Der ist da einfach durchgegangen. Ihr guckt euch schöne Bilder an. Hier, guck mal hier. Alle noch für Twitter-Posts und so. Und zwar hier. Thomas ist hier der Influencer. Privatsphäre gibt's bei ihm nicht. Naja, ich dachte, so kommen wir jetzt mit Discord und so an. Nee. Ich habe hier ein paar Bilder gemacht. Ich habe ein bisschen umgebaut. Meine Insel. Ja. Und hier Guido, der Ehrenmann. Ja, und hier geht's um Leben und Tod. Wer dreht, stirbt oder lebt. Ich lebe weiterhin, Leute.
bin stabil am Start. So, hoffentlich auch hier im Omega 2, ja. Hier lebe ich keine 3 Sekunden. Ey, Pius, das bin ich. Ich heiße Thomas mit Nachnamen. Ah, jetzt hast du hier gerade deinen Vor- und Nachnamen geleakt. Guten Tag. Und Noob Pro Gamer. Moin. So. Das könnte eigentlich ich sein. Also dein Name passt ganz gut zu mir. Ich glaube, ich nenne mich bald um, Leute. Bald nenne ich mich in Noob Pro Pius Gamer HD 4K Ultra 60 FPS LP Live on YouTube. Ich glaube, das ist ein guter Name. Ich glaube, ich nenne mich bald um. Ich will nicht mehr. Ich mache noch 2 Versuche. Dann gehe ich heulen. Ja. XXX. Ja, oder X2. Das fällt auch noch vielleicht. Also, oder und TT. Irgendwas. Nein, das ist eigentlich schwer hier. Ich stelle mich ja an wie der erste Mensch. Also, selbst meine Oma würde weiterkommen. Und das heißt schon was. Selbst meine Oma wird hier weiterkommen. Ja. Bester Name, ja. Finde ich auch. Bin immer sehr kreativ. Komm. Es ist hier gar kein Problem. Das schafft meine Oma. So, runter da. Jetzt aufpassen auf den Rocky hier. Rocky der Rowdy. Weg mit dir. Weg auch mit dir. Raus mit den Viechers. So, jetzt noch da runter. Wie mache ich das am besten? Ich muss da runter sprinten, ne? Am besten von hier. Lol. Okay. Mama, das muss ja noch hochkommen. Wie mache ich das am besten? Nach links oder nach rechts, Leute? Wo soll ich hingehen? Besser gesagt, wo soll ich hinspringen? Nach links oder nach rechts? Und moin noch an Yamaho. Moin. Noobix2. Ja, moin noch an dich hier. Wer bist du? TwixTV06. Auch moin an dich und willkommen auf dem Kanal. Dankeschön fürs Abonnieren. Hallo. So, nach links oder nach rechts, Leute? Was sagt ihr? Wo soll ich hin? Ich habe mal mit meiner Oma Smash gespielt. Keine Ahnung, wie ich das mal schaffte. Hast du verloren? Ja, moin, Twix, hi, moin. Und moin noch an Taftendo, hallo. Geschlafen, was da, Tim, hau rein. Keine Antwort, ob ich links oder rechts springen soll. Was ist denn los mit euch? Ihr ignoriert mich alle. Unten, gute Idee. Ich glaube, da ist mein, da war, ey, was ist denn jetzt los hier? Da wartet mein Geld, ja. Moin noch an. Eier. Eier. Dankeschön auch an dich fürs Abonnieren. Und nach links. Links. Nee, ich hab sie dazu gebracht, mitzuzocken. Ja, wir hatten jetzt gewonnen. Da war eine Schlüsseltür. Ja, ich hab vor allem nicht mehr so viel Zeit. Okay, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Komme ich da unten eigentlich rein? Hab's noch nicht gesehen. Ah. Oh, shit. Gibt's da nicht einen Pilz irgendwo, oder war das nicht im Budget? Du brauchst die roten Münzen, das weiß ich. Oh, man kann da sogar stehen. Krass. Wie soll ich das jemals überleben? Oder du bist doch irgendwie verrückt, oder? Hä? Der zieht sich komplett ein. Hä? Jetzt kommen wieder die Fake-Abos. Ja, die werden dann wieder abgezogen. Bin ich irgendwie lost? Wie komme ich da unten rein? Also irgendwie... Räumen Pilze, ne? Verstehe das nicht so wirklich. Hm. Und der Name wird ausgeblendet, genau. Ich weiß auch nicht, was er jetzt geschrieben hat. Einfach nur moin, aber trotzdem, das ist kein vernünftiger Name. Oh Mann. Sorry, aber ich natürlich. Tja, oh, das ist belastend, ey. Obwohl es vor 5 Jahren oder so war. Deine Oma hat nicht gewonnen, das ist ja belastend. Die pinken Münzen, ja gut, die pinken. Aber Pokerface, wie soll ich das unten da lösen? Ich hab's noch nicht. Oh lol. Wie soll das gehen? Und tschüss an Michael, schön, dass du da warst. Hau rein. Und gute Nacht. Da oben ist eine Coin. Oh nein, nein, wie viel kommen da jetzt raus? Oh,
Wie immer bei Pokerface Leveln, man kann einfach nur verzweifeln. Es ist immer dasselbe. Hey, Dennis! Marcel! Ich sehe halt nicht mal deinen ganzen Namen, aber trotzdem, ich danke dir. Ah, da! Löndorf! Dankeschön auch für deine 2 Euro. Das war 2 Euro? Ja, genau. 2 Euro. Danke dir. Auch ein One-Up. Ja, lieb, kann ich immer gut gebrauchen. Ich danke dir auch. Gerne ein paar Pilze in den Chat, Leute. Und Herzen, ne? Oh, okay. Aber Pokerface, ich glaube, das Level wird nix. Ey, ich wollte ein Like. Eigentlich wollte ich ein Like da lassen. Dann wollte ich neu starten. Was passiert? Ich drücke auf Level beenden. Das ist nicht die Pius-Version. Blue, das ist die Pius-Version. Hä? Sag mal, habt ihr heute alle hier. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Hä? Sag mal, habt ihr heute alle eine Bank überraubt oder? Überraubt. Entraubt oder was ist heute los hier? Ein Zehner. Ah ja. Bist du verwandt mit dem Schweizer? Nee, diesmal sind es Euro. Ja, auch nochmal, ja. Warum gibt es bei YouTube eigentlich so viele, Nilpferde? Auch nochmal, danke an dich. Und nochmal 10 Euro. Sag mal, Kilian, wo ist denn dein Geld heute? Klappe, alles gut. Oh Mann, was soll ich dazu heute sagen, ey? Komm, die 100 Euro machen wir noch voll hier. 89 haben wir bisher. Wer gibt die 11? Spaß. Oh, da fällt mir nichts so ein, oh dir. Ich danke dir. Komm, einfach eine 10 Euro Donation nach der anderen heute hier. Man kennt ihn. So, es kommt jetzt aber auch mal wieder ein neues Level. Und zwar das Level von Doppel-F04 New Super Marvel's U Mittel. Bist du am Start? Wenn ja, melde dich einmal ganz kurz im Chat. Genau. Ja. Ja. Uiuiui. Die pinken Schüsse, Vincent. Ja. Hi, Opa redet. Opa? Dein Opa, oder wie soll ich das verstehen jetzt hier? Hi, Pius, kann nicht bleiben im Stream. Viel Spaß. Alles klar, Leon. Schön, dass du trotzdem für eine Sekunde dabei warst. Hau rein. Genau. Und, Benjamin, bitte dein Level in der Beschreibung einschicken und vor allem nicht im Chat dauernd schreiben. Genau. Vielleicht gehe ich morgen zum Rewe und kaufe dir Geld. Du meinst, das ist eine Paysafe-Karte oder was? Okay, musst du aber nicht tun. Oh Mann. Bin da, sehr gut. Sehr gut. Dann kommt jetzt deine. Aber was ist heute los hier? Habt ihr alle irgendwie zu viel Geld? Ist jetzt. Oh, ist, okay, ist Anfang Mai, ne? Da kommt die Überweisung. Ende Mai sind alle arm. Dann kommt kein Geld. Aber Anfang Mai, da seid ihr alle Millionäre. Ich kenne euch doch. Ja, ihr Schlawiner, ey. Ja. So. Nächstes Level. Wir haben bisher heute 1, 2, 3, 4, 5 Level geschafft. Habe ich zumindest angekreuzt. Ja. Ja. 5 Level habe ich mir geschafft, obwohl, ja, das eine Level wollte ich herausziehen, also habe ich bisher 4 geschafft, okay. Zum Finale wollte ich nochmal alle meine Lieblingssachen kombinieren. Das klingt aber gar nicht gut. Das klingt aber gut. Und zwar Random Anonymous. War das richtig? Ich glaube schon. Dankeschön fürs Abonnieren. Er ist einfach Random Anonym. Ah ja. Okay. Hab zwar gar nicht gespinnt, aber... Okay, tot. Oh, no. Das war's mit dem Pilz. Ich will auch Geld. Dann geh arbeiten. Hab kein Geld. Hab für Animal Crossing ausgegeben. Ja, kein Stress hier. Alles super. Animal Crossing ist, das ist das Wichtigste im Leben. Wenn ihr das habt, dann wird euer Leben gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Animal Crossing ist ein Pflichtkauf. Leute, das braucht ihr alle. Ah ja, man kennt ihn. Ist auch ein Fake-Account, meinst du? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall weiß ich eins, Kilians Level wird heute wieder richtig schön. Wie schwer ist das eigentlich? Das Level ist... Nee, das ist nicht Kilians Level. Ich komme ja auf Kilians Level, Junge.
Doppel-F04, das ist ein Level angeblich auf Mittel. Okay. Was? Ey! Nochmal ein Zehner! Ehrenmann, ja. Was soll ich dazu sagen, ey? Nochmal ein Zehner. Jetzt haben wir 99 Euro, Leute, in dem Stream. 99 Euro. Was soll ich dazu halt noch sagen, ey? Ich trinke erstmal Wasser jetzt hier. What? 20 Euro, 10 Euro, 3 Millionen, 50.000. Wer bietet mehr? Was ist denn heute los hier? Dennis, was soll ich dazu sagen? Ich danke dir. Was ist los mit euch heute hier? Nochmal Victory hier, sehr schön. Epischer Sieg. Vor allem, ich merke schon hier, wie die Super-Stickers, die sind sehr beliebt geworden. Ja. Super-Sticker haben heute mehr Leute benutzt als die normalen Super-Chats. Habe ich bisher auch noch nicht so gesehen. Obwohl, einmal vielleicht, glaube bei Jan Philipp oder so. Ich verdanke dir, Junge. Jetzt haben wir 119 Euro. Ich stream hier seit einer Stunde. Ah ja. Mhm. Ah ja. Man kennt ihn. Nein. No! Kian hat auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Das ist hier kritisch. Mhm. Wo bleibt 2015? Es würde perfekt jetzt hier reinpassen. 2015? Kian, was willst denn du jetzt von mir? Bitte, bitte, Bro, ich danke dir. Was soll ich dazu sagen, Junge? Kian, aber du machst jetzt hier nichts, ey. Und wenn dann über PayPal oder über den Link in der Beschreibung, über Taipi oder so. Oh, der scheiß Bumper. Oh! Erfolg! Reiches Denken! Ludi! Ich flipp aus. Ich krieg mich nicht mehr ein. Was ist das für ein Level, Kilian? Das sieht gar nicht nach einem Level von dir. Das ist ja geil. Wieso denke ich denn, das ist ein Level von Kilian? Wieso? Ja, wahrscheinlich war Kilian einfach die ganze Zeit im Chat, Ibi. Ich lese da die ganze Zeit seine Nachrichten vor. Das ist kein Level von Kilian. Bitte, Hirn, krieg dich wieder ein. Beruhig dich. Wendy, beruhig du dich auch. Komm runter. Komm runter, was ist dein Problem hier? Schlecht auf Klo gewesen gerade. Gut, tschüss mit dir. Lost, ja, ich bin heute hier. Lostendo wird heute ganz groß geschrieben. Nee, sowas brauche ich nicht. Ich habe mich schon gewundert. Was ist denn hier los? Hi, Steinblock. Moin. Aber trotzdem hat er bis ganz... Nein! Nein! Ich habe in den Chat geguckt. Nein! Können wir heute bitte die Polizei rufen? Nochmal 8,63 Euro. Ah ja. Komm, wir machen heute noch hier, keine Ahnung, es kommt noch Kilian hier per Super, per PayPal oder noch jemand anders, denke ich so, komm. Machen wir heute noch hier die, keine Ahnung, ey, 10 Millionen voll. Ja. Also dafür. Wegen dir bin ich jetzt gestorben, Dennis! Ich bin mit meinem Latein heute am Ende. Okay. Ich bin fertig. Das ist erfolgreich denken, meine lieben Freunde. So und nicht anders. Eichel gehört mir. Frag dich, wie lange. Ich wollte es nicht aussprechen. 3 Sekunden. Boah, kam hin, oder? So, nochmal, Wendy, altes Haus, komm ran. Koch mir heute schönes Gourmet-Essen, ja. Wir haben jetzt Geld. Es ist Geld im Haus. Schönen Lachs. Oder so ein Hummer, ja. Ja. Also, ich vermisse voll die Restaurants. Wir sind ab und zu mal so ins Restaurant gegangen, gerade wenn meine Oma Geburtstag hat und so. Das geht alles gerade nicht. Aber bald machen die wieder auf, ne? Hab ich zumindest gehört, dass die bald wieder aufmachen.
Ich hau noch einen Aldi-Coupon raus. Ja, mach das. So, ja, genau. So, jetzt aber, diesmal kommt keine Donation. Jetzt holen wir uns den Checkpoint. Sehr gut. Diesmal nicht. Kamek? Hi. Servus. Moin. Nein, scheiß Wickler, wieso fliegt der? Da hat er nicht mal einen Schlüssel. So. Ein paar Steinblöcke hier wieder am Start. Yoshi! Yoshi und moin an Sam zurück oder so. Pius! Moin! Und da ist eine Tür, okay. Martha David Delal. Das will ich haben. Dich würde ich eigentlich jetzt nicht haben. Hallo Ludwig. Er hebt ab! Bist du abgehoben? Naja. Immer diese abgehobenen YouTuber hier. Bitte kein Spam, genau. Eine Nachricht. Oder keine, also eine Nachricht, ne? Erstmal ein paar Sekunden pro Person. Und keine zu vielen Emojis. Und keinen Caps. So. Ludwig, du kannst gar nichts. Ich habe Yoshi. Der hilft mir weiter im Leben. Ja. Oder auch nicht. Yoshi hat keine Kraft mehr. Aber Ludwig hat gar keine. Nie jemals gehabt. Ja. Fius. Uhr 20.15 oder 2050, ja? Ist jemand, der Best of zu spenden Eskalation macht? Ach so. Kenne ich überhaupt nicht. Wieso ist mein Abo weg? Ne, ist noch da. Ja, ich wollte schon sagen, ey. Nach dem Stream, Pius. Mama, bin gerade im Stream Millionär geworden, Pius Mutter. Ja, wahrscheinlich. Dann schaut sie den Stream. Die kennt das hier schon. Ja, also, ich sag nur Kians Geburtstagsstream. Oder allgemein, was heißt Kians Geburtstagsstream? Kians Spende in meinem Geburtstagsstream. Wie viel waren das? 200 Euro oder so, ne? Ja. Da kam ja noch mehr rein. Also, da bin ich ja. Das war ja hier der Höhepunkt, glaube ich. Das ist hier gerade jetzt nicht so geil. Yoshi, lebst du noch? Und wofür soll ich das hier aktivieren? Ich blicke nicht so ganz durch. Da geht's auf jeden Fall rein. Ob es jetzt hier zum Ziel geht? Ja, das weiß keiner. Auf jeden Fall kann man hier weiter. Mhm. Also zumindest ein Checkpoint. Das ist doch schon mal ganz nice. Und eine Eiche. Was will man mehr? Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so die letzte Passage und dann ist das Ziel. Kann das sein? Schlangenblöcke, wie ich sie liebe. Oh nein, das lange Ding kommt. Aber diesmal ist es kein Problem für mich. Bin ja Profi. Mhm. Wir schaffen das. Pio, schau nicht im Chat, in den Chat, wenn du hier am Spiel bist. Oh shit. Als ob! Ja, da hat jetzt ein bisschen Pech. Da konnte ich kaum ausweichen. Hallo Cooper, moin. Ich behalte ihn mal. Ablegen. Nehmen. Ablegen. Und weg damit. Hui. Ui. Hitbox, lange Ding. Ja, immer diese kleinen Kinder hier, ey. Es sind einfach Tatsachen. Die muss man akzeptieren, Leute. So hart es doch klingt. Was willst du von mir? Du konntest gar nichts. Du auch nicht. Und ich glaube mal, da geht's jetzt wirklich zum Ziel, oder? Da lässt er sich auch wieder treffen. Nö. Oh. Er lässt sich selber treffen. Das Opferkind. Komm her, Kleiner. Ich mach dich fertig. Komm runter. Ja, easy. Und da ist das Ziel mit Yoshi. Yoshi, komm her. Yoshi. Yoshi, komm her. So. Wir gehen gemeinsam ins Ziel. Wir sind ein Team. Team Toad mit Yoshi. Genau. Wann kommt heute Werbung? Können wir gerne einrichten. Ihr wolltet Werbung? Okay. Okay.
Willkommen zurück nach der Werbung. Bedankt euch bei, wer war das jetzt? Wer wollte die Werbung? Ah ja, Dr. Toad. Bitteschön, da war deine Werbung. Die ist aber nicht so lang. Moin an Jan Philipp, moin. Ja, das war die Werbung. By the way, die Werbung gestern lief so lange, weil wir da technische Probleme hatten. Kandidat Nummer 2 musste verschoben werden auf Kandidat Nummer 3. Deswegen musste Toad reinspringen, oder einspringen, besser gesagt. Und deswegen hat das gestern ein bisschen länger gedauert, die zweite Werbung. Ja, das war nicht von mir so gewollt. Es war einfach so. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Ah, ist auch passend. Direkt das Level von Dr. Toad. Weißt du, da wünscht er sich die Werbung. Und dann kommt auch danach direkt sein Level dran. Besser geht's heute doch nicht, oder? Ich glaube nicht. GF5 D2H. Los geht's. Es ist ein Mario Bros. Level auf leicht. Okay, das sollte ja dann nicht so schwer sein. Welt 1-1. Ja gut. Hab ich gesagt, ne? Ja. Machst du mal wieder eine Quiz-Show? Mal abwarten, ja? Eventuell. Wie gesagt, das dauert ein bisschen länger in der Produktion, weil ich muss erstmal wieder einige Fragen überlegen und ja, das dauert erstmal. Dann muss ich den Photoshop erstellen. Eine Grafik schon ein bisschen. Und dann, okay, Mario Bros. 2. Und dann natürlich noch in OBS einfügen. Es dauert immer so ein bisschen. Also es hat ja schon so ein... Wie lange hätte ich daran gesessen? Da locker so 10 Stunden, ne? Und moin an Rocket Blast LOL. Ja, willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Team Toad. Ich grüße dich. Dankeschön fürs Abonnieren. So, ein Mario Bros. 2 Toad. Die sind wir jetzt gerade hier. Okay, auf trocken am Start. Mhm. Ah, hallo Koopa. Ah, das ist ein bisschen unständig hier. Müssen wir so machen. Dann abfeiern, genau. Können wir ein bisschen Geld? Geld habe ich heute schon genug bekommen. Das brauche ich heute nicht mehr. Ja gut, 1-1 sollte jetzt nicht so schwer sein, das sollten wir hinkriegen. Wenn ich hier sterbe, ja dann ist echt ein bisschen kritisch, ja. Und gute Nacht an Taftendo, hau rein, schlaf schön. Ja, Flashbacks von gestern, ah, ja, war schön, ne? Und Kia möchte, dass ich irgendwo eine Nachricht noch lese. Okay, warte mal. Wo war denn die? Pius, liest gleich mal die Nachricht, wo ich dich markiert habe. Ah, ja, Pius, jemand hat innerhalb von einer Stunde mehr als 4000 Euro an Spenden bekommen. Ja, bei irgendwelchen Großen ist es, kann das vorkommen, ja? Kannst dir ja 2 bis 3 Leute für Fragen erstellen, aussuchen. Ich habe es auch nicht alleine gemacht. Ich hatte so ein paar Berater im Talk, ja. Und vielleicht mache ich das auch, ja. Weil ich bin halt schon so stundenlang, habe ich überlegt, hä, was warst du? Bin immer in meine Nintendo-Vitrine gegangen, habe mir so ein bisschen geguckt. Da kam mir zum Beispiel die Idee mit der Amiibo-Frage. Also, wer hat mehr Amiibo-Figuren, Mario oder Link? Das wäre echt ein bisschen peinlich gewesen. Und zwar habe ich so aus meinem Bauchgefühl gesagt, es gibt deutlich mehr Mario-Amiibo als Link-Amiibo. Und habe das dann schon als wahr. Also einfach so, ja, das wird schon so sein. Mach mal weiter. Passt schon. Nächste Frage. Okay. Nächste Frage. Und dann habe ich nochmal gedacht, nee. Guck lieber nochmal nach. Und dann habe ich gemerkt, es gibt nochmal ein paar mehr Link-Amiibos als Mario. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Also, das war so eine Frage, dann muss ich selber nochmal recherchieren. Ja. Ich glaube, es waren 8 Link-Amiibo-Figuren und 6 Mario. Bin mir gerade aber nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall waren es mehr Link als Mario. Das wusste ich selber nicht mehr. Oder nicht mal. Ja, Link hat so viele Formen. Mario aber auch. Es gibt Gold-Mario, Silber-Mario, Dr.-Mario, Mario-Pixel-Art, modernen Mario-Pixel-Art, altmodisch Mario-Smash, Mario-Super-Mario-Kollektion... Und ich glaube, das war's dann, ne? Ich glaube, dann haben wir alle. Jedenfalls gibt es schon einige, aber bei Link gibt es noch mal ein paar mehr. Ja. Pew stirbt. Scheiße, ich bin echt gestorben, ne? Oh, scheiße. K.
kein Kommentar. Ich wollte schon irgendwas sagen, ne? Sowas wie, wenn ich hier sterbe, dann mache ich den Stream aus. Ich hab nichts gesagt. Hab den Satz nicht zu Ende geführt. Zu meinem Vorteil. Ich muss aber auch sagen, ich finde das gar nicht so einfach mit diesem Pilz hier, weil ich kann da nicht auf die Gegner springen. Das macht mich voll, das belastet mich irgendwie ziemlich stark. Na geht doch, Leute, im dritten Try. Was will man mehr? Was will man mehr? Und ich wünsche dir eine gute Nacht, Skillman. Man. Hau rein. Und, ja. Zwar gestorben, ja. Aber hey, Rekord. Mhm. Ich bin ein Rekordträger. Ja, ja. So, auch das Level haben wir geschafft. So, jetzt habe ich wie viele Level geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, noch 4 Level. Das können wir, oder? Ja. Wollte eigentlich so 2 Stunden streamen, also halbe Stunde ungefähr noch. Das soll doch möglich sein, oder? Obwohl. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, wer als nächstes drankommt. Und das ist Steve. Ist er noch da? Ich glaube. Overall? Nee, doch, er ist noch da. Okay. Bis da, Steve, sehr schön. Dein Level ist ein Mario 3D World Level, okay. Mit dem Code G047G7X4G. Und das Level soll sehr schwer. Leute, rest in peace. Ein Weihnachts-Rage-Level. Danach geht's zu den VIPs, genau, okay, ja. Das war nur Glück, ah ja. Ja. Ja, geil. Ein sehr schweres Level, Leute. Modern Gaming Party. Ich darf mich nicht treffen lassen. RIP, ja. Haha, wie lustig. Ich lach mich schlapp. Jetzt trommeln wir ein bisschen Bongo Bongo, Leute. Ich rufe die Polizei. Ey, da fällt mir auch nichts ein. Ja. Toad vermittelt gerade ganz gut meine Emotionen. Ich bin emotional sehr aufgebracht. Background-Musik könnte ruhig ein bisschen lauter sein. Die ist zu leise. Ja, schön, dass das jemand mal sagt. So nach, anderthalb Stunden. Hallo, Louis. Moin. Oh Gott. Ja, Skill ist schon wieder hier ganz hoch heute. Also... Es läuft auf jeden Fall richtig gut heute, ja. Mein Louis. Mein Louis. Das war witzig. Ich verstehe gerade auch nichts mehr. Frohe Weihnachten, ja Leute. Wo sind eure Weihnachtsgeschenke? Also die Röhren so Geschenke. Das ist so ein bisschen, ne? Oh Gott, das ist aber kein schönes Geschenk. Oh, ey! Das ist aber nicht mehr in China. Geht nicht kaputt hier, der Scheiß. Aber ich gehe gleich kaputt. Ich hab die Coin. Ich hab alles, was ich will. Das MVP steht für Mario Skills. Ah ja. Edin, hi an dich. Moin. Ja, Louis, du hast heute meine Millionen verpasst als Donation. Du hast viel verpasst, Louis. Okay, der Schneeball, der killt mich nicht. Ich muss los. Wir haben schon 2 Red Coins. Es läuft. So, das ist die dritte. Und dann fehlen da noch ein paar. Gibt es in den anderen Röhren mehrere oder... Oh no. Puh! Mami! Mami! Ey! Es war so klar. Es war so klar. Und es hat dann Nachricht gelesen, Jan Philipp. Habt ihr den Rekord bei Dr. Toad geklaut? Du bist ein Ehrenloser, ey. Ein ehrenloser Kanalmitglied. Mami.
Oh! Ja, lol. Okay, da unten sind zwei Red Coins, alles klar. Uff, ja, das war's ja komplett. Deswegen machen wir das mal als erstes hier. So, wir müssen immer richtig springen, da ist das auch gar kein Problem. Genau. Wo ist das Problem? Ich kann es nicht finden. Wenn jetzt hier stirbt, ey. Dann war er aber aus, ey. Okay. Ja, ich bin ehrenlos. Die Saaskugel hatte recht, hat immer recht. Du kennst doch die Saaskugel, der hat immer recht. Steht hier. Ich hab's da nicht ganz lesen können, was da steht. Ah, ich bin durch. Und das ist alles, was zählt. Ein. In jedem Raum ist nur eine. Okay. Halt, stopp. Halt, stopp, tot. Spinne ist gerade so. Ja, was für ein Millionär. Ja, waren so 130 Euro. Okay, jetzt haben wir nur noch. Jetzt müssen wir in die ersten beiden Räume. Okay. Ja. Oh nein, der schon wieder. Na gut, der war nicht ganz einfach. Ich meine, die können mich ja noch nicht mal killen. Also wer hier stirbt, der ist ja wirklich ein bisschen lost. Kann man ja gar nicht stemmen, außer du rennst halt in den Gegner rein, aber wer macht das schon? Also ich nicht. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Hallo. Dankeschön. Nein, Kilian ist nicht schuld. Das waren zwei Leute, die ich vom Namen ja gar nicht wirklich kenne. Mami! Oh! Willkommen! Gut durch! Okay, jetzt ist nochmal ganz kritisch hier. Ich springe auf den Koopa. Und zwar jetzt! Erfolgreiches Denken! Und zwar waren es genau, ja, ich kann nochmal. Einmal der Wasser Dennis, das weiß ich noch. Und der zweite Name war Eishockey. Der hatte hier HCD. Ich weiß ja nicht, was HCD heißt. Aber zwei Ehrenmänner auf jeden Fall. Ja. Hast du eigentlich wieder Unterricht? Nee. Damit die Saaskugel funktioniert, muss man ein Bild von Deluxen auf Tom Tenno schmeißen. Sei dir gegönnt. Was kaufst du davon? Ich bin eigentlich eher so ein Typ, der immer so ein bisschen das Geld auch spart wird, wenn mal irgendwas ist. Also, ich hätte irgendwie Interesse. Ah, das ist irgendwie unnötig. Ich hätte so gerne irgendwie eine zweite Insel in Animal Crossing, um halt irgendwie so eine Minispielinsel zu bauen. Da brauchst du für eine zweite Switch. Bei eBay kriegst du keine günstig. Ich habe heute Anzeigen gesehen. Das verstehe ich nicht. Ich habe heute Anzeigen gesehen bei eBay. eBay Kleinanzeigen, Hamburg. War das, glaube ich? Ja, Hamburg. Da verkauft jemand eine Switch. 2 Wochen alt. In Gebraucht. Mit Kirby Super Clash irgendwas. 6 Monate Mitgliedschaft. Für 450 Euro. Denke ich mir auch so. Junge, du willst 100 Euro mehr, 120 Euro mehr als die neue Switch. Und alles, was du dem Typen geben tust, der das kaufen sollte, ist ein Abo bei einem Free-to-Play-Game? Ah ja, interessant. Und was ist das hier? Aber eine zweite Switch kaufe ich mir nicht. Das ist mir zu schade, das Geld. Aber es wäre irgendwie so geil, eine zweite Insel zu haben, um so eine Minispielinsel zu machen. Auch für den Stream und so. Aber, ja. Das wird wohl ja nix. Weil Nintendo nicht gönnt. Habe ich ein bisschen Angst. Okay. Jetzt aber. Die Switch kostet auf Amazon ohne Spiele 500. Was? Echt jetzt? Okay. Hallo Galaxy Gang HD. Moin. Und was ist das jetzt hier? Okay, war jetzt ein bisschen unnötig. Ja, ein bisschen unnötig. Hab leider kein Mario Online. Bloß sind. Löscht deine Insel. Eleonore kann auch zu mir.
Ja gut, Eleanor kann ich ja immer einladen, hab ja von der Namio-Figur. Aber meine Insel ist voll schön, ich mag sie und vor allem alle meine Bewohner. Tritas Ehre, Mareile ist ja eh die, das ist einfach die Ehrenschwester Nummer 1. Trita ist geil, Mareile ist geil, Eleanor ist geil, Thomas ist auch ganz süß. Und Gabi nennt mich mal Liebling. Die Bewohner sind einfach alle toll. Guido mag ich, oder Guido, wie ich ihn immer ganz sonst einmal genannt habe, ist auch klasse. Selbst die Astrid. So, raus hier. Von welchem Anime? Immer diese Anime-Leute, ich habe keine Ahnung davon. Bin Anime-Noob. Und Jan-Philipp? Bisschen ehrenloser. So, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Wir haben ein Level von König Bowser. Mario Bros. Mitte. Bist du da, König Bowser? Du warst auf jeden Fall die ganze Zeit dabei. Bist immer noch am Start. Ich trinke einfach ein bisschen Wasser. Heute kein Apfelsaft, Leute. Ja, heute mal Wasser am Start hier. Prost. Mmh. Ich sag mal eine Nachricht. Welche denn jetzt schon wieder? No joke. Ja, gut. Die Animal Crossing Switch kostet 800. Ja, moin. Ach, stimmt. VIP. Haben wir noch einen VIP? Ich weiß gar nicht. Ja, haben wir noch eins. Okay. Kommt danach dran. Ist von Jan Philipp. Habe ich schon wieder vergessen. Machen wir erst das Level von König Bowser, dann VIP. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Komm. Wir schaffen alles. So. Ich habe immer Demenz, Leute. Ich habe immer Demenz, ja. Wenn ich so ein bisschen Level spiele, dann scheidet sich mein Hirn irgendwann ab, ja. So, CTG, wunderbar. Mario Bros. Mitte. Ja, ich hoffe, das schaffen wir jetzt im ersten Versuch, ja. Louis hat sie was bestellt. Ah, ja. Ich warte seit 3 Jahren auf einen Brunnen. Ich habe mir so einen Zimmerbrunnen gekauft. Das stelle ich mir voll entspannt vor. Da blubbert so ein bisschen Wasser. Mit so Licht ist da auch. Da blubbert sie so ein bisschen im Stream. Da kommt mir so ein Blubber. Kann ich das nachmachen, ey? Wir kommen bei ASMR. Ah ja, man kennt ihn. Jetzt ist aber wirklich Schicht im Schacht. Oh ne, nicht schon wieder der Pilz, ey. Hier kommt so ein Brunnen. Ich warte seit 10 Tagen auf diesen Brunnen. Geld ist weg. Ne, kommt nicht, ey. Ich glaube, jetzt geht gar nichts mehr. Verschollen. Ist das so schwer, das Wort? Verschollen. Ey! Ich gucke in den Chat, da kommt so ein scheiß Goomba, ey. Was soll denn der Scheiß? Ehrenlos. So, jetzt haben wir noch ein SM2. Jetzt geht gar nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr reden. So, das Buch mit dem Sprachkurs. Sprechen Sie nach die Haus. So, tschüss. Ich buche mal eben Sprachkurs, bin gleich zurück. Okay, Herr Pius, sprechen Sie mir nach. Die Maus im Haus. Die Maus im Haus. Okay, das war schon mal sehr gut. Sprechen Sie mir nach. Keine Zielbedingung. Keine Zielbedingung. Ist das richtig? Ja, das war sehr gut. Okay. Gut, ich habe ein bisschen Sprachen gelernt. Ich bin wieder zurück. Ich hoffe, die Werbung hat euch gefallen. Jetzt können wir wieder vernünftig reden. Wäre zumindest sehr schön. Und vielleicht auch vernünftig spielen. Bruder? Ist das hier gewollt?
Ich wollte gerade Werbung vorschlagen. Ja klar, die kommt immer wieder. Ich habe es ja eigentlich nur für Animal Crossing für das Quiz gemacht, aber ich glaube, die Werbung, die werde ich so beibehalten. Die ist ganz nice. Die ist schon ganz nice. Also besser als so ein Pausebildschirm oder so, wenn meine Mutter mal reinkommt oder so. Ich glaube, die Werbung, die ist halt echt ganz geil, oder Leute? Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und ihr könnt da was mitnehmen, also... Also ich war zumindest als Kind so, wenn ich Nickelodeon und so geguckt habe, dass ich die Werbung, die Spielzeugwerbung oder auch von Nintendo oder so, die habe ich immer richtig gefeiert. Also normale Fernsehwerbung ist halt oft irgendwie so, keine Ahnung, also 50% geht es gefühlt um welche Hygieneartikel, Parfüm oder sonst was. Oder Nivea Creme oder so ein Kram alles. Also Spielzeugwerbung bei Super RTL oder Nickelodeon habe ich immer so voll gefeiert, weil gerade so in Zeiten, keine Ahnung, wann waren das so, 2005, 6, 7, ne, da war Internet noch Neuland für mich. Und da habe ich halt nur durch Fernsehwerbung oder wenn ich im Spielzeugladen war, von irgendwelchen krassen neuen Sachen mitbekommen, die coolen Kids haben. Ja. Deswegen war Fernsehen immer so wie so eine Weiterbildungssendung, ja, Fernsehen, Werbung. Ja gut, SpongeBob hat mich eh weitergebildet, ist ja klar. Also, was ich bei SpongeBob alles gelernt habe, das ist unfassbar. Zum Beispiel, wie man in Mario Maker 2 vernünftig Level spielt. Das habe ich da auch gelernt. Oi! Oi! Skill ist mein zweiter Vorname. Mhm. Es läuft. Ja, ja. Es tut weh. Es tut weh. Fand ich auch so, ja? Same, ja. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los hier. Ja, ja. Jede 30 Minuten, ja, passt doch, ne? Also RTL-Werbung ist am besten, ne? Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt nicht so. Gib mal nochmal die ID, bitte. Was? Raus von dem Level. Kann ich gleich machen. Jedenfalls, Spielzeugwerbung fand ich mal ganz nice. Um sich weiterzubilden, ja. Kann man da bitte rein? Oh, gut. Checkpoint! Sehr schön, ja. Das gefällt mir. Was? Ja, das war's auch wieder komplett. Okay, da ist der Pilz. Ihr könnt mal alle gar nichts. Oh, jetzt brauchen wir ihn. Den Cooper. Ja gut, das ist nicht. Das ist ganz entspannt. Das ist ganz entspannt. Bam. Sehr großzügig mit den Pilzen. Ah! Jetzt brauchen wir den auch für die. Ne, damit kann man die Wolken wegmachen. Das weiß ich auch erst seit kurzem. So. Optimal. Bin hier Speedrunner. Ja, ja. Nennt mich Speedrun-Profi. Gutes Level, ja. Ah, da ist ein... Ah, ich kenne das schon hier. Ich sehe das erste Mal diesen Key. Ah, da kommt jetzt so ein Keck, okay. Ah, ja. Mhm. Kommt der jetzt dauerhaft? Oh, shit. Wollte schon sagen, das ist voll einfach. Ja, yeah, für mich ist es auch einfach, ey. Der konnte gar nichts. Dafür aber die Spikes, die random vom Himmel erscheinen. Sie wurden wiedergeboren. Ja. Ist dann schon wieder Ostern. Kann er auch sterben irgendwie? Pilzi! Nein! Pilz? Pilz, ist doch schön mit dir. Rest in Peace. Der arme Pilz, Leute. Der hab ich jetzt gar nicht gesehen. Brauch eine Brille oder was? Kommt da mal her. Hab jetzt ein bisschen Angst. So ein bisschen, ne? Oh, Junge, das ist ein Freak. Ganz schnell da hoch. Oh no. Alles wird gut. Aufpassen auf... Genau. Das ist sehr gut. Sehr geil. Guten Abend, hallo Mariano, nur eins. Moin. Na scheiße. Da wollte ich mehr als... Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Nicht sterben jetzt, ne? Nicht sterben. Okay, jetzt kommt... Ausgerechnet, jetzt kommen diese ganzen Kackstellen hier. Bin ich Bowser, willst du mich verarschen eigentlich? Hit! Das war so klar! Gab's hier aber einen Checkpoint.
Rest in peace. Okay, wir machen jetzt den Speedrun. Ganz schnell nach unten. Ärgerlich, ich hätte den Pilz holen sollen. Es war ärgerlich. Aber es war irgendwie auch klar, ne? Es war irgendwie auch klar, dass das wieder passiert. So, ganz schnell nach unten jetzt hier. Speedrun-Modus. So. Easy. Gar kein Stress. Also, dasselbe ist gut. Dasselbe ist echt gut. Tolle Idee. Erst nach unten und dann mit dem Ding da, was einen verfolgt, wieder nach oben. Das habe ich so noch nicht gespielt. Bisher kein Level von dem Ding gespielt. Ja. Ah ja. Toad, vielleicht springen oder so. Eventuell. Wer weiß, wer weiß. So. Alles wird gut. Es wird alles fantastisch. Du bist schon vom Pilz. Ah ja. Okay. Ja. Gutes Level. Kurz vom Dislike. Mami! Jetzt kommen wieder die scheiß Spikes hier. Ole, ole. Arme aus dem Fenster. Der Skill ist unfassbar. Ja. Willkommen im Stream. Ich grüße Sie zur späten Stunde. Jetzt aber, komm. Alle guten Dinge sind drei, wie wir es wissen. Alle guten Dinge sind halt einfach... Jetzt geht's aber los, ja? Alle guten Dinge sind nun mal... Okay, ich dachte schon, da kommt er jetzt runter, ne? Alle guten Dinge sind drei. Wir schaffen das. Kann man den Schlüssel nicht wegwerfen kurz? Ne, den Schlüssel kannst du nicht wegwerfen. Will diese Keks endlich killen. Ah, die bleiben ja nicht, ne? Der Raum. Der resettet sich, ja? Der Raum, ja. Das wird ja doch nix. Kommt da der Keck gleich? Diesmal zerstörst du mich nicht. Diesmal bin ich besser und erfolgreicher beim Denken. Alles egal. Hauptsache, jetzt mal hoch hier. Diesmal verarscht mich hier keiner. Diesmal nicht. Oh! Alles wird gut im Kinderwunderland. Kannst du bitte sterben? Kann man nicht killen, ne? Hallo? Ah ja! Man kennt ihn. Mhm. Ich erweitere mein... Oh. Spielerlebnis. Bitte gib mir einen Pilz. Bitte hab Erbarmen. Bitte, 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 bitte. Vielen Dank. Oh, König Bowser hat doch ein bisschen Ehre. Mehr als ich dachte. Jetzt aber schnell nach oben hier. Ich wünsche mir nur, dass der Online-Modus in dem Game flüssig läuft und es immer gute Level gibt. Das sind beides drei Melodien, die wir niemals erfüllen, die Nintendo niemals erfüllen wird. Gute Level, naja. Gute Verbindung, niemals. Ah ja. Hab den Modus schon lange nicht mehr gespielt, schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welchen Rang ich habe. Ich glaube, ich habe A, ne? Okay, das Level ist echt gut. Und auch nicht einfach. Ist das hier? Hat er Mitte angekreuzt? Du scheiß Lügner, ey. Aber ich bin durch. Kannst ihn auch mal anlocken, ja? Brauche ich nicht. Da ist das hier. Sehr schön. Auch das Level haben wir geschafft. So, jetzt kommt das Level von Jan Philipp als Kanalmitglied. Ja. Aber erstmal gibt es hier ein Like. Und die Einsendung von Jan Philipp ist ein Mario Bros. U Level. Okay. Ja. Auf schwer, ist ja klar. Also, was anderes als schwer. Erwarte ich von Jan natürlich nicht. Ja. L. R. F. Okay. Dann mal los.
Oh nein. Habe ich sie schon mal gespielt? Nee. Ist zumindest keine Markierung da. Hat er gerade wirklich gesagt, es hängt von Nintendo ab, ob gute Level gebaut werden? Es gibt ja gute Level für den Online-Modus, aber Nintendo muss sich halt, ne, filtern. Vernünftig, ne? Habt ihr meine finale Version von Koopa Link Castle eingeschickt? Gibt jetzt viel weniger Möglichkeiten zu cheaten. Ja, geil. Und jeder Bus wurde erschwert. Dafür gibt es in jedem Raum eine Blume. Rest in Peace, Leute! Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Super schwierig. Ich mach mal die Kommentare hier wieder aus. Das erste ist schon super schwierig. Obwohl, ich lasse die Kommentare einfach mal an. Obwohl, das stört. Aber come on. Das soll super schwierig sein. Naja. Mal abwarten. Okay, belastend, aber es gibt ja jetzt in jedem Raum eine Feuerblume, deswegen juckt mich nicht. Wisst ihr, Leute, ihr denkt immer so, ich bin hier irgendwie skilllos oder so, aber ich zähle schon, ich würde mich schon zum oberen Hälfte zählen, die so einigermaßen Skill im Game haben. Also die ganz Skilllosen sind so Leute wie die, die diesen Kommentar geschrieben haben, wie super schwierig. Das ist die Unterschicht. Ich bin im Mittelfeld, okay? Also könnt ihr mir schreiben, was ihr wollt. Ansagen müssen sein. Oh nein. Nicht der Typ. Ich liebe es. Als hätten die Stacheln nicht gereicht, ne? Jetzt auch noch. Es gab ja noch keinen Checkpoint, ne? Jetzt auch noch scheiß Eier. Spätestens bei Wendy bricht ab. Ich bin jetzt schon tot. Oh Mann, ey. Du bist skilllos, dein zweiter Name ist. Das wüsste ich. Das wüsste ich aber. Hast nicht gesagt, gibt pro Raum neue Feuerblume? Habe jetzt gar nicht so wahrgenommen. Wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Immerhin den Raum kann ich, ja. Stirb. Du Keck. Das hier kann ich. Das ist ganz einfach. Nein! Ah, alle drei, okay. Okay, da habe ich mich wohl hier ganz schlecht angestellt. Ich habe ja eigentlich alle Zeit der Welt. Der kann mir gar nichts. Der kann mich nur abdrängen und das muss ich verhindern. Mit allen Mitteln, die ich habe. Ja. Ich erweitere mein Spielerlebnis. Okay. Am besten in der Mitte aufhalten, bis die Stacheln kommen, dann hier hingehen. Genau. Okay, jetzt ist der Treffer. Da kann gar nichts mehr anbrennen. Wunderbar. Sorpius, aber ich bin für die Cooperlinge. Weil diese ehrenlosen Menschen hier. Schlimm. Pius, als ob Jan Philipp das letzte VIP-Level ist. Ja, es gab heute nur zwei Einsendungen, ja. Muss ja auch nicht in jedem Stream so viele sein. Aber sonst gab es genug Einsendungen. Und Junge. Was? Geil, meine Freunde. Bowser will ein Timeout? Nö. Er will noch nicht. What the hell? Nein, ich will nicht. Nein! Wieso kack jetzt? Junge, ich fühle mich gerade so sicher. Gab's hier einen Checkpoint? Maria, Josef und Toad. Oh mein Gott. Es gab einen Checkpoint. Jetzt fühle ich mich geil. Ludwig hat sich von selbst gekillt. Was will man mehr? Ah, der Boss ist doch too much hier. Was war das denn hier? Ah ja! Louis, lass meinen Freund in Ruhe. Was ist das denn hier? Euer Ernst? Ha, erster Treffer? Alter, das ist voll krass hier. Das ist gar nicht einfach. Finde ich zumindest. Okay. Erfolg
reiches Denken wird hier ganz groß belohnt. Der wirkliche Bosskampf, der wirkliche Boss ist hier, sind hier diese Kugeldinger da. Okay, let's go. No! Komm her. Wo bist du? Wieso hat der Flügel? Haha! Ha. Undercover! Erfolgreich denken. Der denkt ja auch ziemlich erfolgreich, der Bruder. Kannst du nicht mal? Ich tauch ab. Ja, ich heb nicht ab, ich tauche ab. Ja. Das kannst du nicht mal, ey. Bruder. Junge, wie ich dich hasse. Komm runter. Okay. Okay. Auch das haben wir geschafft, ja, mit ein bisschen Denken. Wendy! Und hier sagte er, breche ich spätestens ab. Definitiv. Jetzt, er schreibt es schon, ich bin schon tot. Das war... Ich habe ihn gekillt. Ja, hi, moin. Oh, lol. Lol, danke schön fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Ich grüße dich. Das ist erfolgreiches Denken. Mein Mitglied ist weg. Pete! Das musst du sofort ändern. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Dass ich da jetzt gestorben bin. Ich habe in den Chat geguckt. Hab diesen Kugelbillen nicht gesehen. No comment. Da schneide ich raus. Das schneide ich raus. Als ob der eine Kirche killt. Schade, dass über der Tür kein unsichtbarer Block ist. Hallo? Okay, so, komm. No Stress. Ich habe eine Mittel gegen den Keck. Der kann mir gar nichts. So, jetzt kann er mich wirklich, kann er gar nichts mehr. Jetzt ist er ein Schwächling. Ein Noob. Ein elendiger Keck. Ja. Du kannst mir jetzt gar nichts mehr. Bam. So. Und nicht anders. Ja. So, hallo Roy. Servus. Komm raus und dich traus. Genau. Jetzt gehen wir abtauchen. Wie ein U-Boot. Wir tauchen ab. Pius, jetzt wieder ein weiteres VIP-Level dazugekommen. Okay, okay. Ich bin gespannt. Heftige Zerstörungsräume mit Sägen und Stacheln etc. Nice. Ja, finde ich auch super. Komm, trau dich. Komm zu mir. Ja, so habe ich es nicht gemeint. Wieso hat der Flügel? Ist unfair. Ich will auch Flügel haben. Also konzentriere dich. Ich konzentriere mich. Komm runter. Komm runter. Bin unten. So, jetzt komm. Ey! No. Komm her, du Keck. Komm her, du. Mami. Hab dezent Angst. Ey, der Typ ist mir gar nicht sympathisch. Der ist mir unsympathisch. Das war erfolgreiches Denken. Ich hab's einfach geahnt. Ich hab ne Glaskugel. Hallo Nils, moin. Hast du auch eine Glaskugel? So, jetzt Wendy, die Oberzicke. Wir machen das so, ja. Jetzt gehen wir ran hier. Jetzt geht's. Ah ja, man rutscht einfach hier mehr als auf der Schneebahn. Mit Schlittschuhen. Wendy, komm her, du Oberzicke. Ich hab doch gespinnt. Was will die von mir? Die zeigt, die macht Betrug. Wieso gibt's hier keinen Checkpoint? Oh, meist darf ich wieder drei Bosse machen. Mann, Checkpoint-System. Sowas ist ein Fremdwort für dich, oder? Auf jeden Fall, hier kann man auf jeden Fall alles zerstören. Hier ist alles egal. Außer ich
treffe die einfach nicht. Nach Wendy ist mir schon klar, aber wieso machst du kein Checkpoint-System? Heißt, nach jedem Boss gesaved. Das wäre toll. Ja. Das wäre toll. Wieso trefft er jetzt nicht? Ah ja. Ah ja. What the hell? Ich mach's immer so. Auf einmal geht er nicht kaputt. Okay. Wie gesagt, gut, Leute. Geht's euch wunderbar? Ich höre ja auf zum Meckern. Trotzdem, das geht besser hier. Das ist doch nicht in Ordnung. Warum? Dann halt nicht, ey. Dann halt so. So lebt er noch. Okay. Dann halt so. War eine schwierige Wurz. Aber jetzt kann der Typ mir gar nichts mehr. Du bist ein Noob. Ohne deine vier Spaten, Kollegen. Kannst du gar... Bitte einmal F in den Chat. Uff. F in Chat. Für diese Meisterleistung. Ah ja. Man kennt ihn. Es läuft. Mann, ich will doch nur diese blöden Dinger killen. Wieso klappt das nie? What the hell? Das klappt ja gar nichts. What the hell? Manchmal geht's manchmal nicht. Das verstehe ich nicht. Du bist Noobius. Hey. Ich bin ein erfolgreicher Denker. Der Skill ist im Urlaub. Ja, Mann. Das klappt halt nicht so, wie das will. Ja, jetzt geht's wieder, oder was? Ja, vielen Dank. So, mit einem soll ich es ja wohl fertig kriegen. Nö. Weil der einfach, der hat einfach Speed von 600 km/h. So wird das nix. Ui, ich brauch mal wieder Bubble. Boah, klar, wieder. Irgendwann braucht jeder mal sein Bubble. Ach man, wieso geht jetzt wieder nix hier? Wieso denn? Ich verstehe das nicht. Wo ist das System? Manchmal, wenn ich an der Wand bin, treffe ich ihn. Manchmal nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Ich glaube nicht. Wieso? Wieso kann ich den jetzt da nicht rausholen? Ah ja. What? Es macht alles keinen Sinn. Manchmal kann ich den greifen, manchmal nicht. Manchmal treffe ich ihn, manchmal nicht. Oh Mann, ich glaube, ich muss einfach den Boss besiegen. Ah ja, diesmal trifft er mich. Das ist interessant. Das macht einfach alles hier gar kein... Das macht null Sinn. 0,0. Und nette Idee mit dem Bubble, das Plus und das B. Ah, jetzt geht... Ah ja. Ja, toll. Okay, dann besiege ich ihn halt normal. Ist okay. Wenn das Spiel halt nicht gönnt, dann ist das okay. Dann machen wir es halt normal. Oder auch nicht. Das kann natürlich. Ja, wieso werde ich hier verarscht, ey? Mach mal eine Werbepause, beruhig dich wieder. Ja, ich mache gleich eine Werbepause, Leute. Gleich gibt es ein bisschen Werbung für euch. Wie bei RTL üblich. Jetzt greift... Ach so. Oh ja. Na komm. Zu zweit ist das doch möglich, oder? Kann er mal aufhören, so dumm zu springen? So, wir denken jetzt erfolgreich. Na, ja, so mehr oder weniger. Ach komm, mit 4 ist halt wirklich too much, ne? Deswegen will ich die ja immer killen. Mit 4 ist wirklich zu spammig. Das liegt eigentlich am Chat. Ich werde hier verarscht. Manchmal trifft er die, manchmal nicht.
Der Boss ist wirklich scheiße. Man kann hier alles zerstören, wenn es denn klappt. Da hat jemand nicht nachgedacht. Oder die zerstören sie einfach selber, genau. Aber es ist wirklich zu viel. Das ist wirklich, also das ist... Du spammst immer die Gegner, das gefällt mir nicht so ganz. Das ist so eine Spam-Sache. Zwei hätten auch gereicht. Finde ich zumindest. Oh, jetzt hat er wieder nicht gegriffen. Kann ich gleich aufhören. Ausweichen, nicht drauf losgehen. Ausweichen ist aber lame. Ich will ihn zerstören. Ja. Lass den. Ah ja. Oh. Ich meine, da kann man nicht ausweichen. Was soll man hier machen? Ist viel zu viel. Na, irgendwie geht's immer, aber es ist mehr Glück als alles andere. Kannst du mir erzählen, dass du das alles in jedes Mal im ersten Versuch geschafft hast? Ah ja! Okay, das ist jetzt nicht meine Schuld. Das war jetzt Hitbox. Oh, noch live, da wird doch gerne, aber ja, ein bisschen machen wir noch. Hab ich euch 10 Level geschafft? Nee, ne? Bis 30. Oh nein, es ist 23 Uhr. No, wir haben nicht 10 Level geschafft, Leute, bis 23 Uhr. Belastend. Das gefällt mir mal so gar nicht. Ich glaube, jetzt mach es einfach so. Genau. Na gut, jetzt greift er mich wieder an. Ja. Wenn nicht mal das klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich liebe ihn. Oh. Er ist halt wirklich zu viel, finde ich. Das ist wirklich zu viel. Man muss es ja fast so machen, wie ich das mache. So, zumindest die erste Hälfte schon mal tot. Und die zweite möchte jetzt wieder nicht. Vielen Dank. Mmh. Ja, jetzt will er dann sorry, ja. Jetzt steigt der Salz. Der Typ, der regt mich jetzt auf inzwischen. Komm her. Komm her. Ach komm, jetzt kommt oben wieder was. Oh Mann. Okay. Wir machen das jetzt anders. Ich versuche auszuweichen. Greife die nicht an. Ich versuche einfach nur auszuweichen. Oh ja. Ach komm. Das kann man nicht ausweichen. Wo soll man da hin? Also, irgendwie... Ich weiß ja nicht. Ich fand die Version deiner Level vor besser. Wo es noch ein bisschen einfacher war. Da war der Boss einfacher hier. Wenn die nicht alle 3 Sekunden spammen würden, wäre auch das Leben schöner. Die blöden Keks, ey. Ah ja. Wandsprung geht auch nicht. Versuch mal am Anfang direkt auf ihn drauf zu springen. Ich will ihn von oben treffen. Ist besser. Wie war leider was geschafft? Gucken wir gleich mal nach. Er schießt halt direkt. Ich habe ihn auch nicht getroffen. Ah ja. Interessant. Oh, ja, was soll man hier machen mit 10.000 Kanonen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich mir Wendy Sports angucke, wird es nicht gerade besser. Von oben ist schon am besten. Lass mal so ein paar Treffer machen, dann kann man schon das hier schon mal deaktivieren hier. Wunderbar. So, jetzt ist schon mal die Ausgangssituation schon ein bisschen besser. Ich bin noch groß. Dass ich jetzt hier so Probleme habe, verstehe ich nicht. Beim ersten Mal bin ich hier easy durch, oder beim zweiten Mal. Und jetzt auf einmal so ein Problem hier. Warum? Das kann ich gar nicht nachvollziehen, irgendwie. Wenn man einmal fällt, dann ist gefühlt immer Ende. Konzentration. Ja, hat ein wenig mit Konzentration zu tun. Das ist random hier, der Scheiß. Manchmal treffe ich den, manchmal nicht. Da kann man wieder nichts machen. Das hat nichts mit Konzentrieren irgendwie so zu tun. Das ist halt einfach nur random Dreck. Das reden wir auf hier. Noch 10 Minuten. Naja, ist ja großzügig. Es ist random Dreck. Das ist meine Antwort dazu. Vor allem, wenn man es legit macht. Also mit dem Killen der Hälfte schon mal alles ein bisschen erträglicher. Aber ohne. Da, da kannst du komplett vergessen. Mit 4 Dingern ist das hier wirklich too much. 4 Dinger, die ganze Zeit auf einen losschießen und auch noch explodieren. Nee, du. Pff.
Dann auch noch so ein Affe, der hier immer am Rumspringen ist, als würde es keinen Morgen mehr geben. Kannst du jetzt mal herkommen? Der kommt nicht her. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt noch ein Ziel. Leute, endlich! Mann! Das war doch gar nicht schwer. Ich meine, beim ersten Mal haben wir es sofort geschafft, aber beim zweiten Mal. Macht gar keinen Sinn jetzt hier. Okay, der ist tot. Erster Treffer. Endlich! Endlich. Bin gespannt, wie sehr Pius die Abschlussrate senkt. Ja, bin auch sehr gespannt. Na komm. Als erstes habe ich die Zuschauerzahl gesenkt. Hat den Leuten hier zu lange gedauert. Fails ist nicht in Ordnung. Weißt du, einige schreiben so, macht noch 3 Jahre. Und dann denken sich so, Bruder, 10 Minuten Fan, das reicht mir. Das ist halt sehr unterschiedlich. Okay, der ist jetzt auch weg. So, jetzt kommen wir zu Wendy. Meiner Lieblingsfrau. Ich liebe sie. Wegen diesen scheiß Kackringen. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist aber wirklich... Oh, come on. Also, weißt du? Das Feuer ist unnötig. Ohne Feuer ist schon schwer genug. Ja, jetzt reicht es mir auch wirklich endgültig. Ohne Feuer ist schon genug. Das Feuer ist einfach zu viel des Guten. So, jetzt guck jetzt mal nach, wie viele Level haben wir heute geschafft. Wie viele Level... Mach doch mal... Jan Philipp. Du bist doch ein ganz Lieber. Mach doch mal eine Pubis-Version. Schreib das, mach dasselbe Level, Castle of the Cooper links und statt Hart schreibst du dahin Pius-Version. Ne? Mach eine Pius-Version mit, keine Ahnung, 10 Feuerblumen pro Level. Pro Boss, ja. Eine Pius-Version. Die spiele ich dann. Das will ich sehen. So, wie viele Level haben wir heute geschafft, dass wir jetzt wissen? Wir haben heute gespielt... 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 haben wir geschafft. 6, 7, 8, 9. Was? Wir haben 9 Level geschafft. Also wenn wir das Nichts-Tun-Level wegsehen, haben wir 8 geschafft. Ah. Ja, belastend. Belastend. Überall ist eine rote Röhre mit Feuerblume. Genau, genau. Das ist doch gut. Mache ich. Okay, da bin ich sehr gespannt. Und dann werde ich es beim nächsten Mal nochmal spielen. Und mein Spielerlebnis maximieren. Ja. So, Abschlussrate ist jetzt bei 1,18. Wie hoch war die vorher? Weiß das jemand? Können wir später in den Kommentaren sehen. Was in den Kommentaren hinterher, wenn der Stream ne, aufgezeichnet ist und so. Ja, ja, ich bin jetzt völlig fertig mit meinem Leben. Da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, das nächste Mal ist ein Video am Samstag, morgen Tag Pause. Morgen habe ich mal viel zu tun am Freitag. Und dann sehen wir uns, ja, denke ich mal, am Samstag wieder, ne? Danke heute an Dennis und Eishockey für die Unmengen an Donation. Was ist los mit euch? Und dann, ja, wünsche ich euch eine schöne Donnerstagnacht. Heute ist Donnerstag, ne? Ja. Heute ist Nacht, ne? Heute ist Nacht. Heute ist es auf jeden Fall Lost hier am Start. Donnerstagnacht, okay, ja. Dann, ne, gute Nacht. Schönen Freitag euch und bis Samstag zum neuen Video oder so. Oder Stream, keine Ahnung, mal gucken. Ich erhole mich jetzt. So, Sprachenlernen ist auch zu Ende heute hier. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und gerne nochmal einmal Werbung. Ist kein Problem. Werbung ist auf jeden Fall nochmal drin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Und jetzt soll Werbung genießen. Gönnt euch. Gönnt euch die Werbung. Ja, danke für alles heute hier. Abonnieren und liken und sonst was. Tschüss. Haut rein, Leute. Bye.
Nö, weiter geht's hier nicht mehr. Tschüss.